Ja, hallo armseliges Österreich. Wir stehen hier, wie man im Hintergrund sehen kann, beim Hotel Königsgut in der Genussregion. Das steht irgendwo da hinten, Gastronomie in Salzburg mit armer Gütesiegel. Neben einem Elektroroller, weil wir sind natürlich politisch voll korrekt. Hawaii-Wetter, das Hawaii-Hemd, das heißt schönes Wetter für alle, die auf Romans Bild-Video-Material noch nicht festgestellt haben. Das heißt, wir sind wieder kurz vorm Hitzetod und dementsprechend machen wir heute dem Narrativ von wir werden alle sterben und zwar nicht an der neuen Pirola-Mutante, sondern eben am Verglühen und Vertrocknen und sonstigen heute mal einen Regionalaugenschein hier im Hotel Königsgut, wo ein Seminar der MFG stattfindet mit einem Experten, der ein bisschen aufklären wird über die vermeintliche Klimakatastrophe und wie es damit wirklich ausschaut. Wir hatten an die MFG vor 3 bis 4 Werktagen ein Mail geschickt. Das wird der Roman als Beweis einblenden, um uns als Presse zu akkreditieren. Das ist bis jetzt nicht beantwortet worden. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem einen Platz und können von dort an dann das Ganze hier schön dokumentieren. Falls ihr euch fragt, warum mein Hawaii-Hemd heute so schön schwarz ist, ja, das ist nicht, weil es die Sonnenstrahl so schön absorbiert und so heiß ist. So heiß ist es nämlich in Wirklichkeit gar nicht, sondern weil man in dem Land eigentlich nur noch Trauer tragen darf. Deswegen samt der Roman und ich heute in Schwarz gewandelt. Der Roman ist einmal mehr an der Kamera für alle, die es nicht glauben und feststellen. Und wie gesagt, ebenfalls in Schwarz gewandert, weil in einem Land, in dem ein Herr Techtmeister auf freiem Fuß bleibt, während ein vermeintlicher Maskentäter ein andersartig grundrechtsnaher kritischer Bürger eingesperrt wird oder zumindest politisch verfolgt wird, da bleibt eigentlich nur noch Trauerfarbe. So, damit eigentlich schon wieder fürs Intro lang genug geredet. Ich glaube, der Roman möchte noch was zu euch sagen und ich gehe einfach da schon mal rein, weil drinnen ist es nämlich für ein Nachtschattengewächs wie mich schattig. Beweisen werden wir es nicht direkt können, denn wir haben ja nicht über unseren E-Mail-Browser gesendet, sondern über deren Homepage die E-Mail-Funktion wahrgenommen. Stimmt, die haben ja dieses lustige Formular, stimmt. Ja, man kommt sonst ja zu keiner E-Mail-Adresse direkt in Salzburg hin. Stimmt, das war jetzt mein Fehler, habe ich geschwurbelt, also echte Tattoos, aber Fake News. Nichtsdestotrotz, wir haben am Donnerstagnachmittag dieses Mail geschickt. Genau. Man hätte den Donnerstagnachmittag zur Beantwortung nutzen können. Man hätte den vollen Freitag zur Beantwortung nutzen können. Man hätte, wenn man richtig eifrig ist, in diesen kritischen Zeiten als Nicht-Systempartei fast notwendig, den Samstag noch zumindest halbtags, vielleicht sogar ganztags nutzen können und den gesamten heutigen Montag. Wie gesagt, bis dato ist nichts in Romans Postfach eingegangen. Wir werden uns jetzt einfach einmal anschauen, wie das ausschaut. Wie gesagt, ordnungsgemäß mit Elektroroller, ganz toll, also dem Klima kann es nur gut gehen, möge die Sonne weiter über dieses armselige Land scheinen. Damit gehen wir jetzt einmal. Wenn wir zum Vortragenden kommen, darf ich noch 3 Events ankündigen, was wir in nächster Zeit haben. Nächste Woche gibt es einen Friedenswanderung, da gibt es eine kleine Visitenkarte bei. Wenn der eine oder andere mitgeht, würde uns freuen. Am 1. Oktober fahren wir nach Wien gegen den WHO-Pandemievertrag. Da haben wir einen Bus gestellt, da sind bisher 12 Leute angemeldet. Wenn Sie da anmelden will, wir schreiben es nächste Woche über die großen Webseiten aus. Ich hoffe, dass die Plätze relativ schnell weg sind. Und am 11. November kommt der Dr. Michael Pommer und Andreas Sönnigsen zu uns nach Salzburg und machen den WHO-Pandemie-Skandal direkt in Obertrum als Vortrag. Leider stehen leer auf die Tische. Passt, dann darf ich im Vortragenden recht herzlich begrüßen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Martin. Die Bühne gehört dir. So, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich habe gehört, ich soll das Mikrofon nehmen. Und da geht's so an. Okay. Ganz hinten noch mit Mikrofone. Mit Mikro. Besser. Okay. Gut. Wenn es ausfällt, dann machen wir Bio weiter. Okay. Ja,
Ja, mein Vortrag, so wie ich ihn heute mache, habe ich noch nie gemacht. Ihr seid, aber keine Sorge, ihr seid keine Versuchskaninchen. Ich habe nur zu meinem Standardvortrag einige sehr, sehr aktuelle Themen dazugegeben, die halt jetzt brennend sind und die dazugehören. Der Vortrag ist jetzt etwas groß geworden. Ich schaue aber, dass wir sehr konzentriert durchkommen. Ich werde auch einige Teile ein bisschen kürzen. Und wenn ihr Fragen habt, sei es ganz spontan zu dem, was ich jetzt gerade sage, bitte gleich stellen. Aber wenn wir einen größeren Zusammenhang dann diskutieren, was wir dann recht, wenn wir das dann nachher gemeinsam dann diskutieren können. Ja, das bin ich. Ich habe Elektrotechnik studiert an der TU Wien vor vielen Jahren. Ich bin übrigens einer der letzten meiner Art. Das Studium der elektrischen Energietechnik gibt es nicht mehr in Österreich. Wer braucht denn schon elektrische Energietechnik in Zeiten wie diesen? Vergleichende Gender Studies sind viel wichtiger. Daher gibt es halt verschiedene Studien nicht mehr so. Ja, ich war dann auf der Donau-Uni unter anderem. Vielleicht, ich bin vom ersten Moment an immer selbstständig gewesen. Ich habe ein Ingenieurbüro, das jetzt ein ganz kleines Ingenieurbüro ist, wir sind zu dritt. Und ich beschäftige mich mit den Themen von erneuerbarer Energie und Energieautarkie. Das sind meine Schwerpunktthemen und natürlich auch in dem Zusammenhang alles, was mit Klimaforschung und Klimafolgenforschung zu tun hat. Ja, ich habe 2020 für die MFG im wissenschaftlichen Beitrag die Gruppe 4 aufgebaut, Energie, Klima, Umwelt, Krisenvorsorge und Nachhaltigkeit. Und im Rahmen dieses wissenschaftlichen Beirats habe ich immer unsere Oberösterreicharbeit unterstützt und so ist halt eine gewisse Freundschaft auch entstanden. Zu unseren, okay. Ja, ich kenne übrigens seit 1.1. diesen Jahres YouTuber. Ich bin noch nicht gesperrt, gell? Also noch gibt es mich. Und ich tue halt so an, bis so alle Wochen tue ich mal, schaue ich mir, dass ich so ein Filmchen rausschieße zu diesen Themen Energie, Klima, Umwelt, Krisenvorsorge und Energiekosten, Energieautarkie, erneuerbare Energie. Ja, ich habe halt da einige Themen hier schon. Hoppala. Hier schon gemacht. Das heutige Thema ist Klima. Und ich möchte mit euch jetzt einmal einsteigen mit so ein paar so überraschenden und sehr bekannten Fakten, die eigentlich alle akzeptiert haben. Sowohl die Klimakrisenskeptiker als auch die Klimakrisen, also die Klimaalarmisten. Eigentlich gibt es diese beiden Gruppen. Und das sind so Fakten, die eigentlich beide Gruppen akzeptiert haben. Wir haben einen Temperaturenstieg seit 1500, also seit 1500 bis 1850, das war die letzte kleine Eiszeit, und seit dieser letzten kleinen Eiszeit haben wir einen Temperaturenstieg zu verzeichnen. Die CO2-Konzentration, ich habe da nur eine Grafik dazu, in der Erdatmosphäre ist seit 1951 angestiegen. Wichtig ist, das kommt mit dann vertiefend dann noch ein. Ja, CO2 ist ein sogenanntes klimaaktives Gas, wird auch als Treibhausgas genannt. Achtung, Treibhausgas ist ein irreführender Begriff, er wird aber verwendet. Wir haben ja kein Treibhaus, wir haben kein abgeschlossenes Glashaus oder Treibhaus und so haben wir keinen Treibhauseffekt. Er wird aber oder wurde mal so genannt. Man kann auch sagen klimaaktiv oder infrarot-sensitiv. Ja, und wichtig ist, sind die 15 Mikrometer CO2 absorbiert Infrarotstrahlen, insbesondere in diesem Wellenlängenbereich. Und ja, wir Menschen tragen, insbesondere in den letzten Jahrzehnten, zu dieser steigenden CO2-Konzentration in unserer Erdatmosphäre bei. Und in diesem Jahrhundert, jetzt scheiden sich wieder ein bisschen die Geister, die offizielle Meinung ist, dass der CO2-Gehalt von 280 ppm auf jetzt 425 ppm angestiegen ist. Achtung, ppm heißt Parts per Million.
Das heißt, der CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre ist ganz, ganz minimal. In Prozent ausgedrückt sind es momentan aktuell 0,041% in unserer Erdatmosphäre. Ja, und dann gibt es die natürliche CO2-Emissionen durch Vulkanaktivitäten, durch Ausgasungen von den Meeren und von den Tundren und dergleichen. Da gibt es die menschenbedingten, also die anthropogenen CO2-Emissionen. Und der Beitrag von Deutschland an diesen anthropogenen CO2-Emissionen ist 2% von Österreich, rund ein Zehntel, beziehungsweise habe ich eine Zahl im Kopf von 0,16% am gesamten anthropogenen CO2-Emissionen. Also man kann sagen, ein Fliegenschiss. Das ist ein gefährlicher Ausdruck. Darf ich nicht sagen, ja okay, Entschuldigung. So, also es ist sehr, sehr gering. Wenn man sich die EU-Seiten anschaut, nach den Ursachen des Klimawandels, dann wird dort ausschließlich über das böse CO2 berichtet und die steigenden CO2-Emissionen geschrieben. Und es wird der Kampf gegen den Klimawandel, der wird heute postuliert. Und alle anderen Einflüsse auf das Weltklima, die werden vollkommen außen vor gelassen. Ich habe das nicht alle aufgeführt, aber das sind sehr, sehr wesentliche Einflüsse auf das Weltklima. Plattentektonik, Vulkan, Sonneneinstrahlung ist wesentlich, klarerweise Meeresströmungen, Sonnenintensität, insbesondere die Sonnenfleckenzyklen, dann die Milankovitch-Zyklen, das ist die Erdbahn, die Sonne, die Winde, Wolken sind ganz wesentlich, Pflanzenwuchs, Albedo und natürlich auch die Treibhausgase, die auch natürlich einen gewissen Einfluss haben. Entschuldige, was heißt Albedo? Albedo ist die Rückstrahlung. Ich habe jetzt gleich eine Grafik. So ist es. Albedo ist das, was wir da sehen, reflected. Ja? Also alles, was rückgestrahlt wird, das ist Albedo. So, Hans mag mich die Präsentation nicht, aber wir werden die schön wegen können. So, meine Kritik ist am IPCC-Narrativ. Das IPCC ist das Intergovernmental Panel of Climate Change. Das ist eine UNO-nahe Organisation, die macht in zyklischen Abständen Sachstandsberichte. Und auf die gehe ich dann teilweise ein. Die Problematik, die wir haben, ist, dass in dem EU Climate Law, das leider alle 27 EU-Staaten unterschrieben haben, die Aussagen des IPCCs als Grundlage für das Handeln der EU herangezogen werden müssen. Also das ist eigentlich ein Wahnsinn schlechthin, der hier de facto bereits über die Bühne gegangen ist, der auch eingetaktet ist. Das heißt, die EU macht keine eigenen Überlegungen und keine eigenen Beschlüsse, sondern hängt sich an die IPCC, an diesen Intergovernmental Panel of Climate Change an. So, und bei diesem IPCC ist so, dass ein einziger Faktor, eben das böse CO2, also das stimmt nicht ganz, es wird also die CO2-Äquivalenzen, also auch andere Treibhausgase, aber im Besonderen das CO2 wird als mehr oder weniger einzige Ursache für die Auswirkungen in einem multifaktorellen System verantwortlich gemacht. Und zwar wird es ganz trivial auch dargestellt, ich habe da noch Grafiken dazu, CO2 steigt, also steigt die Temperatur. Und diese Aussage ist per se falsch. Und das ist an sich bekanntes Wissen. Ich werde euch das auch darlegen und zeigen. Trotzdem wird diese mehr kommuniziert und das ist für mich so derartig unglaublich, dass ich mich heute auch aufgerufen gefühlt habe, hier dann den UBB zu gründen und da auf das Komitee anzusprechen. So, alle anderen Faktoren werden außen vor genommen. Und selbst wenn es so wäre, beziehungsweise ist es teilweise auch so zu sehen, über manche Zeitperioden gibt es eine Korrelation. Steigendes CO2, steigende Temperaturen. Und da ist eben ganz wichtig zu verstehen, eine Korrelation ist keine Kausalität.
Als Beispiel, es regnet draußen auf der Straße und wenn es ausschaut, wenn es regnet, rennen viele Leute mit einem Regenschirm um und um. Das ist eine Korrelation. Regen, viele Menschen mit Regenschirm. Korrelation, einverstanden? Wenn es jetzt lange nicht geregnet hat, in Salzburg ist das eh nicht so oft der Fall, habe ich gehört, aber wenn es einmal nicht, lange nicht geregnet hat, die Burgenländer jammern immer, dann könnte man ja auf die Idee kommen, aha, jetzt nehmen viele Menschen einen Regenschirm, gehen auf die Straßen, also muss es zum Regnen anfangen. Dem ist aber nicht so, weil Regenschirm und Regen keine Kausalität ist, sondern eine Korrelation. Und das ist wichtig zu verstehen, ich werfe das nur eingehen. Ja, und irgendwie darf man über das gar nicht mehr kommunizieren, oder? Wie war denn das? Irgendwie waren alle die über Corona-Maßnahmen, waren dann die Corona-Schwurbler. Und was bist jetzt, wenn du über das IPCC-Narrativ diskutieren möchtest? Wie ist das dann? Leugner. Okay. Ja. Also diese Argumentation finde ich ja wirklich für hochgradig behämmert, weil wie kann man ein Klima leugnen oder einen Klimawandel leugnen? Bitte. Ich möchte einen Hinweis machen. Bitte. Der Club of Rome hat auf die anderen Faktoren. Ja. Vor 40 Jahren. 40, 50 Jahre. Ja. 70er Jahre. Er hat ja auch schon berichtet. Er hat ja auch die anderen Faktoren schon hingewiesen. Ja. Hat sie nur anders gewiesen, hat sie eben den CO2 ja. und einen anderen CO2-Äquivalenten nach seinen Untersuchungen höheres Gewicht beigemessen. Und der IPCC, also die Berichte, die habe ich nicht alle gelesen, das sind immer diese Schwachen, aber ja. die hat auch. Darauf eingegangen ist er schon. Ja, ja. Also beim IPCC, auf das komme ich dann, oder da man das vielleicht dann bei der Diskussion. Ja. Beim IPCC gibt es tolle Unterlagen. Da gibt es also diese sogenannten Technical Reports. Das sind gigantische Wälzer von zigtausend Seiten, die liest niemand. Und da sind noch die Fachinformationen noch drinnen. Da findet man ganz coole Informationen auf Seite 527. Unten rechts findet man wirklich super Informationen. Aus diesem Technical Report wird dann das Summary for Policymaker gemacht und das wird politisch abgestimmt. Das sind dann 25 Seiten, die werden veröffentlicht, die lässt auch keiner. Und aus den 25 Seiten wird dann eine Kurzfassung gemacht für die Massenmedien. Die kriegen wir jetzt alle dann vorgesetzt. Okay, so, also, ich halte das jedenfalls für katastrophal, dass man über irgendwas nicht diskutieren dürfen sollte. Das halte ich, das ist Zensur und das erinnert mich an Corona, das erinnert mich an das Fiat-System, an das Weltwährungssystem, das darf man auch nicht drehen. Und ich bin der Meinung, wir tun das jetzt einfach. Dann kennt ihr das ja auch. Trust the Science, Folge der Wissenschaft. 97% aller Wissenschaftler sind ein und derselben Meinung, nämlich das da. Und hier ist tatsächlich eine sogenannte Metastudie von einer australischen Universität einmal gemacht worden, und zwar 2013. Und da war das der Anfang von diesem Trust the Science. Und dann ist die Gretel gekommen mit Trust the Science. Und so weiter. Es gibt jetzt mittlerweile einige Arbeiten, die diese Studie zerlegen. Diese 97% kommen auch nur durch einen statistischen Trick zustande. Auf das will ich gar nicht erst eingehen. Denn diese drei Punkte, die sind wirklich wichtig zu verstehen. Und selbst wenn es 99% sind, oder wenn es alle wären, bis auf einen, dann ist es wurscht. Wissenschaft ist nicht demokratisch. Es gibt ein Buch, das ist übrigens online, ich kann es runterladen, das heißt 100 Autoren gegen Einstein. Also da haben tatsächlich 100, zumeist deutsche Autoren, sich Physiker gefunden und haben ein Buch geschrieben, 100 Autoren gegen Einstein, um seine Relativitätstheorie zu kritisieren. Und Einstein soll geantwortet haben, um meine Theorie zu falsifizieren, braucht ihr nicht 100 Autoren, ihr braucht es nur einen einzigen. Denn so funktioniert Physik, so sollte Wissenschaft funktionieren, so sollte Physik funktionieren. Wenn einmal etwas widerlegt ist, ist die
Theorie, die These erledigt. Leider haben wir etwas eine andere Situation jetzt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, egal über was wir reden, uns muss immer bewusst sein, das Nichtwissen überwiegt immer dem Wissen. Wir können niemals jetzt sagen, wir haben etwas jetzt wissenschaftlich bewiesen. Das ist Humbug. Wir können mit wissenschaftlichen Methoden etwas falsifizieren, aber niemals etwas beweisen. Wir müssen, was wir brauchen, das, was wir hier sehen, das ist Anmaßung des Wissens. Wir haben einen ganz tollen österreichischen Nobelpreisträger, den Friedrich August von Hayek. 1971 oder 72 hat er den Wirtschaftsnobelpreis bekommen und seine Nobelpreisrede hat auch geheißen Anmaßung des Wissens, die ist auch online, kann ich euch sehr empfehlen. Ja, und mein drittes Argument ist, Wissenschaft lebt vom Dissens, vom Widerstreit. Wissenschaft darf sich nie einig sein. Sobald, und das ist jetzt von mir, mein Postulat, sobald Wissenschaft sich einig ist, dann ist das Propaganda und nicht Wissenschaft. Und das ist leider das, was wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben. So, Entschuldigung, irgendwie, ja. Ja, das ist jetzt vom IPCC, das sind diese Klimamodelle, wie denn das so geht, da gehst du schneller drüber. So, wie ist das jetzt in der Erdatmosphäre? Ja, das ist richtig. Wir sehen ein Wachsen des CO2-Gehalts in der Erdatmosphäre. Ich habe das 1951 noch nicht nachgemessen, aber ich mache es seit kurzem, messen wir CO2-Gehalte in der Erdatmosphäre. Das ist das, was wir jetzt auch machen wollen, an verschiedenen Orten auf unserem Planeten CO2-Konzentrationen messen, teilweise auch mit Messverfahren von früher. Das ist heute für wichtig, dass wir das vergleichen, die alten mit den neuen Messverfahren. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, niemand hat uns beschissen, darf ich nicht sagen, sondern alles ist wahr und alles ist richtig. Es gibt dieses Mauna Loa Observatorium in Hawaii und hier wird kontinuierlich der CO2-Gehalt der Erdatmosphäre gemessen. Und dann steht diese rote Kurve, das ist so eine Zackenlinie. Und laut diesen Messergebnissen des Mauna Loa Observatoriums in Hawaii steigt der CO2-Gehalt der Erdatmosphäre von 0,03 auf 0,042. Jetzt ist es mittlerweile gestiegen in den letzten sind das 60 Jahre, ne, oder 65 Jahre. Und der menschliche Anteil an diesem Steigen der CO2-Konzentration sollte, das ist kein gesichertes Wissen, rund 3% betragen. 97% kommen von natürlichen Emissionen, 3% von menschlichen Emissionen. Von 0,04%. Dankeschön. Von 0,042 angeblich Prozent, 3% davon ist dieser anthropogene Anteil. Warum ist das so eine Zackenkurve? Liegt daran, weil die Landflächen auf unserem Planeten ungleich verteilt sind. Das heißt, wir haben mehr Land auf der Nordhalbkugel. Und wenn auf der Nordhalbkugel wir Sommer haben, haben wir dort auch mehr Pflanzenwachstum und es wird mehr CO2 in O2 umgewandelt. Und dann haben wir eine Reduktion, also da geht die Kurve nach unten. Umgekehrt, wenn wir Winter haben auf der Nordhalbkugel, dann steigt der CO2-Gehalt leicht an. Warum man dieses CO2-Observatorium repräsentativ für die ganze Welt am Fuße eines Vulkans. Was seid ihr für ein Publikum? Sensationell, oder? Der Kollege hat auch schon meine gesamte Präsentation kurz gefasst. Also ihr seid super. Ja, okay. Also es ist mir nicht nachvollziehbar. Und warum man jetzt genau dort das nur dort misst und nicht woanders. Aber gut, das können wir noch ein bisschen diskutieren. So, und das ist eine ganz wichtige Grafik. Und das ist gesichertes Wissen. Und zwar gibt es den Vostok-Station in der Antarktis. Und in der Antarktis wurden die Eisbohrkerne genommen.
Da kann man also sehr, sehr tief, kilometertief runterbohren und diesen gesamten Bohrkern extrahieren. Und dieser Bohrkern entspricht, man kann also zurückgehen, weit zurückgehen in die Erdgeschichte. Hier bei dieser Grafik ist die letzten 250.000 Jahre zurückgehen. Und man kann dann aus dem jeweiligen Teil herausfinden, was habe ich für ein Klima gehabt, was habe ich für eine Temperatursituation gehabt und was habe ich für einen CO2-Gehalt gehabt. Und wir sehen jetzt zwei Grafiken in einer Vergrößerung. Die eine Grafik ist die blaue Grafik, die Temperaturgrafik, die Temperatur in der Antarktis vor 200 bis 250 Millionen Jahren. Und die rote Grafik ist die CO2-Konzentration. Und man sieht sofort, ja, es gibt eine Korrelation zwischen CO2 und Temperatur, allerdings nicht in der Form, dass das CO2 der Temperatur, voreilt, sondern es eilt nach. Das heißt, man sieht, wir haben hier einen Anstieg der CO2-Konzentration. Und in einem Abstand von 200 bis 800 Jahren haben wir einen Anstieg der CO2-Konzentration. Also Anstieg der Temperaturkonzentration und 200 bis 800 Jahre später verzögert haben wir den Anstieg der CO2-Konzentration. Das sind aber 200.000 Jahre dann, oder? In Summe. Nein, das sind jetzt 50.000 Jahre. Ja, weil Millionen haben Sie gesagt. Ja. Aha, Entschuldigung. Ist es, weil ich so nervös bin, ja, weil ich gefilmt nicht werde? Die Presse ist okay. Immer schon. Ah. Okay. Also minus 200 bis minus 250 Jahre. Aber man kann noch weiter zurückgehen und es ist ein Auszug aus diesen Eisbohrkernen. Man kann mit den Eisbohrkernen noch weiter zurückgehen und ich habe das nur einen Auszug genommen, weil man das an dieser Grafik sehr schön sieht. Und es ist relativ leicht zu erklären, beziehungsweise habe ich dann eine ein Büdel noch, wo ich das erkläre. Das ist das Gesetz von Henri und Dalton. Die Ozeane können CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen, entsprechend dem Partialdrücken des CO2 in der Atmosphäre, beziehungsweise auch wieder abgeben. Steigt die Ozeantemperatur, wird CO2 abgegeben. Das ist so wie mit eurem Bier, wenn das Bier warm wird. Dann gibt es schneller das CO2 ab und wenn es noch kühl ist, kann es mehr CO2 halten. Also diese Erklärung ist sehr, sehr einfach und ist auch akzeptiert von allen Beteiligten. Warum trotzdem immer noch dieses Argument nicht maßgeblich ist, ist mir nicht ganz nachvollziehbar. Ich hätte kurz eine Frage. Bitte. Sie haben selber gesagt, das ist ein Ausschnitt. Ja. Warum macht man diese 50.000 Jahre bei 200.000 und nicht bis heute? Der Ausschnitt von ich habe den aber nicht drauf skopiert, weil ich so viele Folien habe. Es gibt dieser Ausschnitt wird ganz, ganz lange gemacht. Und es wiederholt sich immer wieder, genauso. Es gibt also keine neue Information. Hoppala. Es gibt keine neue Information mehr. Ich habe den nur genommen. Weil man es einfach hier besser sieht. Weil der Kollege hat recht, wenn die Zeit so lange ist, dann sieht man kaum, wenn ich weniger zoome, rutschen die beiden Kurven näher zusammen. Aber die gibt's. Und das ist ja schon interessant, was ohne den Menschen passiert ist. Spannende Aussage. Genau. Also das gibt es. So, man kann auch noch weiter zurückgehen mit sogenannten Proxydaten. Da gehen wir jetzt zurück, die letzten 600, jetzt sind wir bei den Millionen Jahre. Und man kann aufgrund von Proxydaten, es sind keine verlässlichen Daten, sondern Proxydaten, kann man den CO2-Gehalt als auch die Durchschnittstemperatur auf unserer Erdoberfläche rekonstruieren. Und man sieht, die schwarze Linie ist also atmosphärisches CO2. Und zu Zeiten der Dinosaurier hatten wir 7000 ppm. Jetzt haben wir 400 ppm. Wir haben also mehr als 10-mal so viel
Kohlendioxid in der Atmosphäre gehabt. Dadurch hatten wir sehr viel Pflanzenproduktion. CO2 ist Pflanzennahrung und dadurch konnten eben diese riesengroßen Dinosaurier auch Nahrung bekommen. Die meisten waren Pflanzenfresser und mussten sich auch entsprechend ernähren. Und was sehen wir noch an dieser Grafik? Beides ist jetzt erdgeschichtlich ein Minimum. Sowohl das CO2 als auch die Temperatur ist jetzt hier eher ein Minimum. Da haben wir schon so ein ähnliches Minimum gehabt, aber hier auch. Und das mit dem Minimum, insbesondere dem CO2-Minimum, das ist sehr, sehr kritisch für unser Leben auf unserem Planeten. Unter 200 ppm, also 0,02% CO2 der Erdatmosphäre, stellen die meisten Pflanzen das Leben ein. Die sterben. Und es gibt nur mehr sogenannte C1-Pflanzen, die dann noch bis 150 ppm, also 0,015% CO2-Konzentration, überleben können. Pflanzen brauchen CO2 und das habe ich dann eine Grafik, was das jetzt global ist. Das wären also Flechten, oder? Für uns bedeutet. So, jetzt noch einmal ganz kurz, den habe ich auch heute schnell reinkopiert. Es gibt auch immer das Argument, ja, die Klimakrise, Dankeschön, die Klimakrise, wir haben viel mehr Wetteranomalien. Ich habe da jetzt zwei Wetteranomalien rauskopiert von USA. Warum USA? USA hatte die letzten 100 Jahre am Nordkontinent keinen Krieg. Das heißt, wir haben durchgehende Wetterdaten von 1900 bis 2015. Und hier sieht man also die Hurricanes, die Anzahl der Hurricanes der letzten 115 Jahre. Und steigt das? Wir sehen, dass wir nichts sehen. Wir sehen das vielleicht leicht sogar abnehmen. Und hier haben wir die Dürren der letzten 100 Jahre oder der letzten 120 Jahre. Was sehen wir da? Wir sehen auch nichts. Natürlich kann man immer wieder statistische Auswertungen kreieren, die halt ein mögliches Problem darstellen. Bitte, Kollege. Ja, wie erklären Sie sich dann aber zum Beispiel so Veröffentlichungen von der Münchner Rück? Jetzt muss ja dann, dass alle Versicherer tun ja. Bei der Münchner Rück und anderen rückversichern. Die bringen auch Statistiken raus und die zählen eine deutliche Zunahme. Ja, das sehe ich nicht. Wir produzieren gerade ein Paper, das gerade erst in einem Peer Review drinnen ist. Und wir hatten genau mit unserem Peer Reviewer genau diese Diskussion geführt. Und der hat uns das entgegengehalten. Und wir haben ihm unsere Daten entgegengehalten. Wobei das ja nicht unsere von uns produzierten Daten sind, sondern das sind veröffentlichte Daten, die einsehbar sind. Und wir sehen in den letzten 100, 120 Jahren kein Anstieg der Wetterextreme. Was gestiegen ist, ist die Opferzahl durch die Zunahme der Weltbevölkerung. Das ist das eine. Stimmt. Die Schaffung von Ballungsräumen. Das stimmt. Und es wird auch immer mehr Gebäude gebaut an kritischen Plätzen. Also dort, wo früher Überflutungen halt waren. Wo früher so nichts gebaut werden durfte. Das ist ja aktuell in der Steiermark sein. Steiermark so, beziehungsweise. Aber ich hätte eine andere Frage. Beziehungsweise, ganz kurz noch, beziehungsweise in Amerika, insbesondere in Florida. Da werden natürlich auch dort, wo es schön ist, entlang des Meeres, werden Bungalows gebaut. Natürlich weiß man aber, dass dort Hurricanes relativ oft auftreten und es hier dann entsprechende Zerstörungen gibt. Aber wir wissen auch, wir können uns besser schützen gegen. Also die Anzahl der Toten sinkt in den letzten 50 Jahren, die eben durch Wetterextreme zu Schaden gekommen sind. Bitte. Sie haben gerade bei dieser Hurricane-Statistik erwähnt, man hat das in den USA genommen, weil die USA in den letzten 100 Jahren keinen Krieg hatte. In welchem? Bitte? Im eigenen Land. Ja, gut, im eigenen Land. Ja. Also Nobelpreisträger mit ganz vielen Kriegen. Gibt es einen kausalen Zusammenhang zwischen Krieg und Hurricane?
Das glaube ich nicht, aber ich habe das nur deswegen gemacht, weil dadurch kommen es die statistischen Aufzeichnungen. Okay. Für uns, also es gab keinen Störfaktor. Dankeschön. Ich verstehe, ich habe mir nur gedacht, ich verstehe den Zusammenhang zwischen Daten werden auch verloren. Ich wollte alles fassen. Alles gut, dann verstehe ich den Zusammenhang. So, das heißt, die letzten 11.000 Jahre, in den letzten 11.000 Jahren, vielleicht auch nochmal ganz kurz, sieht man auch wieder Temperatur Minimas und Temperatur Maximas. Das war diese letzte kleine Eiszeit von rund 1500 bis 1850. Und ja, nach dieser kleinen Eiszeit ist es wärmer geworden. Aber es gab schon deutlich höhere Wärmeperioden, wie beispielsweise die mittelalterliche Wärmeperiode oder das römische Klimaoptimum und so weiter. Und die letzte große Eiszeit hatten wir vor 11.000 Jahren. Entschuldigung. Wie schafft es das eigentlich für Sie, dass Sie den Hockeystick bekommen? Auf den Hockeystick möchte ich heute nicht eingehen. Es gibt einen gewissen Michael Moore. Der Michael Moore ist unter anderem IPCC-Autor und er ist Kanadier. Und der, wie war denn das? Und ein Kollege, ein Klimawissenschaftler-Kollege, hat über den Michael Moore geschimpft, dass seine Daten gefälscht sind. Und der Michael Moore hat den dann geklagt. Ich weiß aber jetzt nicht, wie der heißt. Also ich habe das jetzt namenstechnisch nicht, momentan nicht drauf. Und dieses Verfahren hat sich wahnsinnig lang hingezogen, weil der Michael Moore seine Daten nicht rausgegeben hat. Also wie kommt der Michael Moore auf diesen Hockeystick? So was ähnliches wie das da, ja? Wie kommt er auf diese Daten? Und das Gericht hat den Michael Moore schlussendlich nach Jahren beauftragt, er muss jetzt die Daten rausgeben. Und das hat er nicht gemacht und aufgrund dessen wurde sozusagen er verurteilt, der Michael Moore. Das ist also das Ende dieser Hockeystick-Geschichte. Und sie war jetzt einige Jahre nicht in den IPCC-Berichten drinnen. Und jetzt taucht sie wieder auf. Der Al Gore hat das dann ausgeschlachtet noch vorher. Der Al Gore hat ihn auch genommen. Genau, ja. Al Gore ist übrigens der erste Klimamultimilliardär. Wisst ihr? Ja, ich wisst ihr, was sie hat. Okay, so, das ist zum Beispiel so eine offizielle Statistik von Our World in Data von Temperaturveränderung von 1850 auf aktuell 2023. Und da sieht man natürlich schon eine gewisse Temperatursteigerung. Aber wie ist denn das bei so argen Grafiken? Mein Bruder hat, mein Papa, ja, mein Sohn hat eine gewisse Lebensphase gehabt. Alle Papas und alle Mamas wissen das, es gibt so Lebensphasen bei den Kindern. Da gibt es eine Frage, die lautet, warum, Papa, warum? Und wir Erwachsenen sollten diese Frage uns auch stellen. Oder wir würden sie vielleicht so formulieren, ist das wirklich so? Also wie kommt eine Weltdurchschnittstemperatur zustande? Wie gibt es? Nein, Weltdurchschnitt, das ist ja hier die Zeitachse. Das sind alles Messdaten. Das wird schon so stimmen, aber wie kommt die zustande? Man muss aus der Eiszeit heraus bewegen. Jeder dieser blauen Punkte ist eine Messstation. Diese Messstationen sind halt irgendwo auf der Erdoberfläche verteilt. In Amerika gibt es relativ viel, in Nordamerika, in Südamerika gibt es relativ wenig. In der Antarktis gibt es auf einem ganzen Kontinent 21. Und natürlich auf den Meeren ist es auch nicht gleichmäßig verteilt. Trotzdem wird von all diesen Messstationen alle Temperaturen gemittelt. Sommer, Winter, Frühling, Herbst wird gemittelt. Diese Effekte, die es gibt, die bekannt sind, die werden nicht berücksichtigt in dieser Temperaturkurve. Und diese Effekte sind verändernder Messmethode. Wenn sich die Messmethode des Messgeräts verändert, müsste man das hier entsprechend berücksichtigen und eichen zur alten Messmethode. Wird natürlich nicht gemacht. Da gibt es mittlerweile diese vier wissenschaftlich gut erforschten Effekte. Das ist der Urban Heat Effekt,
der Airport Heat Effect und der Pi, der ist neu jetzt, haben wir verschrieben. Photovoltaik Heat Effect. Über eine große Photovoltaikanlage ist die Temperatur höher als in der Umgebung. Also in der Nähe einer Großanlage ist die Temperatur höher als weit weg davon. In der Nähe eines Flughafens ist die Temperatur höher aufgrund der Abwärme des Flughafens. Und in einer Stadt, alle die den Reinhard Fendrich-Fans wissen das, die Hitze der Stadt ist im Sommer brutal. Also ist der Urban Heat Effekt. Der ist natürlich hier alles nicht berücksichtigt, diese Effekte. Das müsste man wissenschaftlich sauber rausrechnen. Der Dr. Sun macht das, wird heftig kritisiert deswegen. Ja, und wir bräuchten auch über die Meere ebenfalls eine Gleichverteilung. Wenn wir bei Messstationen sind, die zum Beispiel den Feinstaub messen, stimmt es, dass da so 90% eigentlich Pollen gemessen sind und deswegen überdramatisiert werden? Das weiß ich nicht. Das dass man die Daten dann eben so sein. Deutet, wie man es gerade will. Kann sein. Für sich. Es gibt eine andere Methode und die beiden Herren, die würde ich euch sehr, legen mich euch sehr ans Herz legen, ist der Dr. Roy Spencer, der ist NASA-Wissenschaftler und der Professor John Christie. Der Professor John Christie hat einen Lehrstuhl in Huntsville, Alabama für Klima. Er ist also wirklich ein Klimawissenschaftler und die werten 4 Satellitenmessdaten aus und zwar seit 1997. Und die kommen 1979. Ja. Und die kommen jetzt zu diesen Messungen, zu diesen Messergebnissen. Und wir sehen, und das ist die Akte, die habe ich heute aktualisiert. Könnt ihr euch erinnern, wir haben den heißesten Sommer seit 120.000 Jahren. Habt ihr das vergessen? Ja. Ihr lest ja keinen in den letzten 2 Jahren. Die Frage ist ja vor 120.000 Jahren. Aber wenn ihr Mainstream-Zeitungen gelesen hättet oder ORF geschaut hättet, dann hättet ihr es gesehen. Wir haben die höchsten Temperaturen seit 120.000 Jahren. Ja, es ist richtig. Wenn man jetzt einen Schnitt macht im Juli über die gesamte Erdoberfläche mit Satellitenmessungen, kann man das machen. Dann haben wir tatsächlich ein Maximum gehabt, aber nicht ein Maximum von den letzten 120.000 Jahren, sondern 2015, 16 Mal Schiffschau hatten wir ebenfalls ein momentanes Maximum. Achtung, solche Maximas sind keine Klimadaten, das sind Wetterdaten. Es ist ein Momentzustand. Ja, Klima ist immer eine Beobachtung über 30 Jahre oder mehr und der Schnitt über 30 Jahre oder mehr. Aber wenn man sich jetzt diese beiden Datensätze anschaut, warte mal, dann sehe ich hier ein Steigen um 1,2 Grad, okay, von minus 0,4 auf plus 0,8, 1,2 Grad, mit dieser Unsicherheit, dass ich all diese Effekte in diesem Datenpool mit drinnen habe. Und wenn ich nur die Satellitenmessungen anschaue, von 1979 bis 2023, habe ich ein Plus von 0,69. Das heißt, die Durchschnittstemperatur der letzten Jahrzehnte ist gestiegen, ja, aber bei weitem weniger dramatisch, als die Mainstream-Medien uns zeigen wollen. Und was sind die eigentlichen Ursachen dafür? Es gibt 3 gravierende Wirkmechanismen. Das sind die Gravitationswirkung des Mondes, die Gravitationswirkung der großen Planeten. In Summe sind es die sogenannten Milankovitch-Zyklen und die Veränderung der Erdachsenneigung. Und die sind im Hauptverantwortlich für die ankommende solare Strahlungsleistung und somit für die klimatischen Bedingungen auf der Erde. Der Mars und die Planeten, die erwärmen sich ja auch jetzt gerade, oder? Da ist kein Mensch. Wir sind sicher schuld. Ja, nein, nur die Ungeimpften. Ah, so. Ich glaube, du bist der Schuldige. Ja, aber ganz kurz eine Frage. Ja. Und zwar, die einen Messungen sind ja die Messungen von der Luft, diese ganzen Stationen, die es gibt, und die Messungen von den Satelliten
Das ist Erdoberfläche. Erdoberfläche, ja. Also Satellitenmessungen kann man auch, das Besondere bei Satellitenmessungen, schaut euch die Homepage von Dr. Spencer an. Das ist, das ist relativ cool, vom Dr. Roy Spencer. Die ist relativ cool, weil die haben mit den Satellitendaten kann man auf verschiedenen Schichten, in verschiedenen Höhen die Durchschnittstemperaturen messen, die Temperaturen messen und auch die Durchschnittstemperaturen bilden. Und die beiden stellen auch die Methode dar, wie sie das machen. Das ist Open Source. Das könnt ihr euch anschauen, wenn es euch interessiert, wie die das machen. Ich vertraue am Lauterbach gar nicht. Und, ah ja, das ist sowieso das Gescheiteste. So, ich möchte jetzt weiterkommen und zwar. Entschuldigung. Das habe ich. Wie geht's weiter? Aufgrund dieser rein physikalischen Mechanismen. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird wärmer werden. Gott sei Dank. Wir sehen ein moderates Temperaturmaximum im Jahr 2025. Bis dorthin, es kann natürlich auch 26 und 27 sein, dass es noch wärmer wird. In dieser Durchschnittstemperatur von Professor Christie. Und danach erwarten wir ab dem Jahr 2070, dann werden wir es stagnieren haben, und ein leichtes Abkühlverhalten. Und ab dem Jahr 2070 bis 2150 erwarten wir eine vorübergehende Kälteperiode. Es wird wieder kühler werden. Und das ist die Realität. Es ist kein Hokuspokus, kein politisches Narrativ. Jeder Astrophysiker kann euch das vorrechnen mit diesen besagten gravierenden Wirkmechanismen. So, wir haben voriges Jahr haben wir ein österreichischer Physiker Nobelpreis gekriegt. Zeilinger. Jawohl, Professor Zeilinger, hat einen Nobelpreis gekriegt. Die ganze Wahrheit ist, er hat einen Drittel des Nobelpreises gekriegt. Also drei Physiker haben einen Nobelpreis bekommen. Das schmälert nicht seine Leistung. Professor Zeilinger ist super. Bin ganz stolz auf ihn und bin ganz begeistert. Der zweite ist der Professor Klausner. Der ist momentan ein bisschen, der ist natürlich nicht in den Mainstream-Medien, weil er sich sehr kritisch geäußert hat zu den Klimakatastrophen-Narrativen. Ich habe da drei Originalzitate, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Er sagt, und als ich diese Berichte des IPCC las, war ich entsetzt, wie schlampig die Arbeit war. Und insbesondere war es offensichtlich, sogar in den frühen Berichten, die bis heute fortgeführt wurden, dass die Wolken, jetzt sich erinnern, Wolken, Albedo, überhaupt nicht verstanden wurden. Und dann meint er an einer anderen Stelle, IPCC, was die machen, ist einfach nur schlechte Wissenschaft. Und er hat dann das auch noch nachvollzogen. Hier ist übrigens die Quelle des Interviews. Vorläufige Berechnungen zeigen, dass die Wirkmechanismen des Wolkenreflexionsmechanismus, Albedo, den Einfluss von CO2 um das 100- bis 200-fache übertreffen. Das heißt, wir haben große Wirkmechanismen, das sind die Gravitationskräfte, das sind die Wolken, das ist die Albedo. Und dann haben wir ganz kleine Wirkmechanismen. Und einer der kleinen Wirkmechanismen für klimatische Beeinflussung sind eben die Treibhauseffekte. Wenn wir bei den Wolken noch sind, durch Geoengineering, was jetzt da künstlich ausgesetzt wird, ist ja auch eine Treibhausgaseffektisierung da, dadurch auch dadurch ein Hitzeanstieg. Nein, durch Geoengineering zielt darauf, also dieser Wahnsinn, der gemacht werden soll, von unserem wunderbaren, nicht Karl Lauterbach, sondern von unserem, wie heißt der, Bill Gates. Der will unbedingt, also die wollen unbedingt, und ich befürchte, in Amerika ist der Versuch bereits bewilligt. Die wollen also in der Stratosphäre, oberhalb der Troposphäre, also oberhalb dessen, dort wo bei Äther geschehen ist, wollen sie Partikeln ausbringen, um die Albedo zu erhöhen, also die Rückstrahlung zu erhöhen und so kühlend auf die Erdoberfläche einwirken. Das, was wir jetzt, was wir da sehen mit Geoengineering,
ist Anmaßung des Wissens. Wir haben in unserem MFG-Parteiprogramm, weil ich habe das selber geschrieben, darum weiß ich so genau, haben wir drinnen, MFG lehnt Geoengineering als Anmaßung des Wissens ab. Stimmt's? Der Kollege sagt ja. Also. So, ja, die Chinesen dann sogar noch mit Satelliten abdunkeln wollen. Ja, das ist alles Anmaßung des Wissens, das ist völliger Irrsinn. Es gibt auch diesen Lagrange-Punkt, das ist so ein Punkt zwischen Erde und Sonne, wo die Gravitationskräfte sich aufheben. Da gibt es auch Überlegungen, dort einen großen Spiegel anzubringen, um die Einstrahlung der Sonne auf die Erdatmosphäre, auf die Erde zu verringern. Also wie gesagt, das ist Wahnsinn, das ist Anmaßung des Wissens und das führt mit Sicherheit zur vollkommenen Katastrophe, weil wie ich euch gezeigt habe und wie jeder Astrophysiker nachrechnen kann, wir werden automatisch in eine Periode der nächsten kleineren Eiszeit in ein moderates Temperaturminimum reinkommen. Wir kommen auch jetzt in ein Sonnenfleckenminimum. Das kommt auch noch dazu. Das wird diesen Effekt überlagern. Darum wird es mit Sicherheit nach 25, 26 kühler werden. Und zwar aus rein trivialen physikalischen Gründen. Und wenn es im Vorfeld völlig übergeschnappten Multimilliardäre jetzt noch Geoengineering betreiben, diese Wahnsinnigen muss man irgendwie stoppen. Das ist ja, aber nachdem wir bis 2070 ja alle an der Nachfolgemutation von Pirola gestorben sein werden, kann uns das ja dann Gott sei Dank wurscht sein. Ja, ich hoffe, du hast nicht recht. Okay, also es gibt jetzt eine neue Studie, auf die gehe ich jetzt nicht ein, die zeigen, das Problem bei dieser Klimageschichte ist, es ist nicht ganz trivial. Ich versuche das so einfach und so verständlich wie möglich zu bringen, aber sobald man ein Scheibchen tiefer geht, ist die Thematik nicht trivial. Atmosphärenphysik ist was Hochkomplexes und unterm Strich ist Klima nicht verstanden. Muss es ja nicht, solange man ein Gemälde mit Kartoffelpüree vorstellen kann. Ja. Ja. Also wir haben das, worüber wir reden, nicht verstanden. Und wenn man einen Prozess nicht versteht, wie will man dann ermitteln, wie sich der auswirken wird in 10, 20, 50, 100 oder 1000 Jahren? Wir wissen nicht einmal in 5 Tagen, wie das Wetter wird. Genau. Ja? Wie will man das Klima in 100 Jahren voraussagen? Wenn man den Prozess nicht verstanden hat, und wir haben ihn nicht verstanden, wir haben einige Ideen, wir haben einige Anhaltspunkte, aber den gesamten Prozess haben wir nicht verstanden. So, jetzt möchte ich über was Positives reden. Trotz Brandrodung, trotz Umweltzerstörung, trotz mehr Straßenbau, trotz Städtewachstum wird die Welt seit 1982 grüner. Und zwar um 15-18% ist die Welt grüner geworden. Und es sind keine Fake News. Jeder kann auf die NASA-Homepage gehen, hier ist der Link, und kann sich das anschauen. Es gibt Erdbeobachtungssatelliten, die messen das Blattgrün auf unserer Erdoberfläche. Und ihr seht da in Südamerika, da gibt es ein bisschen Brandrodung und ein bisschen da in Kalifornien gibt es ein bisschen was und so weiter. Aber wir sehen auch die ganze Welt in Summe seit 1982 ist grüner geworden. Warum ist sie grüner geworden? Weil wir mehr CO2 in der Erdatmosphäre haben, aus welchen Mechanismen auch immer. Auch aus dem Mechanismus, weil es seit 1850, könnt ihr sich erinnern, 100 bis 200 Jahre Verzögerung, wir mehr CO2 jetzt in der Erdatmosphäre haben, weil die Wärme Meere wärmer geworden sind und weil CO2 aus den Meeren ausgasen. Entschuldigung, kurze Frage zu dir. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem bodennahen CO2, das heißt ja immer CO2? Das ist eine sehr gute Frage, auf die du rauskommst. Laut offizieller Schulwissenschaftsmeinung, nein. Angeblich, aber wir glauben ihnen nicht. Also wir glauben denen nicht und wir wollen dieser Frage nachgehen. Nur kann ich die Frage jetzt noch nicht besser beantworten. Die sagen, also die Schulwissenschaft sagt,
Das CO, der CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre ist überall gleich verteilt. Darum braucht man ihn nur am Mauna Loa messen. Wir glauben das nicht und wir wollen an verschiedenen Plätzen in verschiedenen Seehöhen hier entsprechende Messungen vornehmen. So, also mehr CO2 bedeutet mehr Pflanzen, bedeutet mehr Nahrungsmittel. Mehr Nahrungsmittel bedeutet weniger Hunger auf der Welt und mehr Pflanzen bedeutet auch weniger Wüsten. Das Gegenteil wird uns ja eingeredet. Könnt ihr sich erinnern? Die Klimakatastrophe, Boiling Earth, habt ihr schon mal gehört? Vom Herrn UNO-Generalsekretär, Boiling Earth. Wüsten steigen. Und das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Jeder kann auf die NASA-Homepage gehen und kann sich das raussuchen. Die Sahelzone wird kleiner, die Wüsten schrumpfen. Und ich kann euch das ganz einfach erklären, woran das liegt. Die Blätter haben sogenannte Spaltöffnungen. Und die Pflanzen können das, diese Spaltöffnungen, größer und kleiner zu machen. Und wenn sie wachsen wollen und Nahrung umsetzen wollen, dann machen sie die Spaltöffnungen aus. Und durch diese Spaltöffnungen kommt dann das CO2 rein in das Pflanzenblatt und wird dort, das C wird eingebunden ins Pflanzenwachstum, das O2 wird abgegeben über diesen Prozess der Photosynthese. Und wenn jetzt mehr CO2 in der Erdatmosphäre ist, dann braucht die Pflanze diese Spaltöffnung weniger weit aufmachen. Und wenn die Pflanze die Spaltöffnung weit aufmacht, dann hat sie mehr Wasserverlust. Und wenn sie weniger weit aufmachen braucht, dann hat sie weniger Wasserverlust und so werden die Wüsten kleiner. Das heißt, die Pflanzen erobern die Wüsten zurück durch eben etwas mehr CO2 in der Atmosphäre und das ist eigentlich ganz, ganz wunderbar. Und abschließend ist zu sagen, CO2 ist der Stoff, das Molekül des Lebens. Das gesamte Leben auf unserem Planeten basiert auf diesem CO2. Und dieser Wahnsinn, der jetzt von der International Energy Agency in Kooperation mit der EU und anderen eingetaktet ist, ist das Carbon Capture CCSU. Die haben immer so Idiotennamen, darf ich nicht sagen, weiß ich nicht. Carbon Capturing Storage and Utilization. Die experimentieren und schießen wahnsinnig viel Geld in die Entwicklung dieser CCSU-Technologie. Wer einmal schlecht schlafen will, schaut sich das an auf der International Energy Agency Homepage. Das ist eine Technologie, die ermöglicht, CO2 aus der Erdatmosphäre wieder zu entnehmen und in das Gestein oder in tiefe Meerestiefen, in Meeres, also Probe, zurück zu verpressen. Und das ist bitte, ja bitte, was extrem menschenfeindliches, was lebensfeindliches, menschenfeindliches und lebensverachtendes, diese Ideen. Glücklicherweise funktioniert die Technologie noch nicht. Und ist wahnsinnig energieintensiv. Entschuldigung, bitte. Die schaffen sich doch selber ab. Bitte? Das ist doch dumm. Die schaffen sich doch selber ja. ab. Ja. Ja. Es ist möglicherweise für irgendwen ein Geschäft. Genau. Das ist, also, wie heißt das? Da gibt es so eine, ich bin kein Lateiner, ich sehe keine niedrige Bildungsschicht, ich sehe Schulblatt. Cui bono, genau, dankeschön. Jawohl, wir haben eine unter uns. Wem nutzt das? Also, irgendwer hat einen Nutzen davon und darum machen es die Plätze. Zu dem CO2 kann ich schon sagen, warum mit der CO2 diese Sau durchs Dorf getrieben wird. Entschuldigung. Ich glaube überhaupt, dass das Ganze ein ganz geniales Geschäftsmodell ist. Ja, das ist. Wenn man da zurückgeht, 96 Gespräche. Ja. Rothschild, Bilderberger, was sie weiterentwickelt hat. Da muss man ein bisschen reinschauen. Ja. Das ist ein geniales Geschäftsmodell. Die Situation ist die, völlig egal, wie sauber du deine Verbrennung machst mit deinem Auto oder mit deinem Ölbrenner oder Gasbrenner, völlig egal, wie sauber du das machst,
Am Ende der Verbrennung kommt CO2 raus. Und dieses CO2 wollen Sie besteuern. Und das ist der springende Punkt. Da, und das ist die Basis dieses Geschäftsmodells, das jetzt voll eingetaktet ist und das jetzt gefahren wird. Und das wird so lange gut gehen, also für die da, im Zuge einer Umverteilung von unten nach oben, von uns allen, zu einigen ganz wenigen, solange wir uns das gefallen lassen. Wie bei allen. Wie bei allen. Genau. Aber man muss das verstehen. Es geht also denen nicht um. Und das Coole ist BlackRock, sagt euch das was? Ja. Das sind ja super, Wahnsinn. Okay, BlackRock ist die größte Vermögensverwalter der Welt. Und der BlackRock-Chef, der Larry Fink, den mag ich ja, der sagt die Wahrheit. Wenn man das sich anschaut und liest, was der sagt die Wahrheit. Der sagt, wir investieren nicht in Klimaschutz wegen der Umwelt, wir investieren in Klimaschutz, um Geld zu verdienen. Also eigentlich ist alles offensichtlich und alles da, man braucht sich das nur anschauen. Okay, aber was ich nur sagen wollte, ist, dieses CO2-Bashing, das ist für mich wichtig, dass man mit dem aufhört und darum habe ich jetzt ein bisschen ausgeführt. Ich gehe noch ein bisschen schneller durch. Ich habe das ja schon erklärt, es gibt diese zwei physikalischen Grundprinzipien, Gesetz von Dalton und Henri, die eben darlegen, dass eben CO2 aus der Atmosphäre entsprechend dem Partialdruck in die Meere gedrückt wird, in den Meeren in Lösung gehen. Aber das sind natürlich kurz-, mittel- und langfristige Prozesse, die nicht nur in die eine Richtung gehen, sondern auch in die andere Richtung wieder. Wenn sich die Meere erwärmen, dann wird das natürlich auch wieder etwas abgegeben. So. Das ist jetzt eine ganz wichtige Grafik. Hier sehen wir die Einstrahlung der Sonne auf unserer Erdoberfläche. Die äußere Kurve ist ist außerhalb der Erdatmosphäre, die innere Kurve ist die Kurve, die auf der Erdoberfläche ankommt. Also am äußeren Rand der Atmosphäre und die Kurve kommt an. Man sieht also gewisse Albedo-Effekte, ja, und gewisse Absorptions- und Emissionsprozesse und das kommt an. Und die eingestrahlten Sonnenstrahlen werden dann, treffen dann auf und werden und erwärmen Flächen und dann wird das in Infrarot umgewandelt und rückgestrahlt. Diese Kurve ist eine reale Kurve, die ist von Satelliten außerhalb der Erdatmosphäre gemessen. Also das wird eingestrahlt tagsüber und des Nächtens wird das in den Weltall wieder abgestrahlt. Und hier sehen wir zwischen 0 und 100% das Absorptionsspektrum aller Gase in unserer Erdatmosphäre. Also Absorption und Streuung. Streuung ist auch ein physikalischer Effekt, der relevant ist. Und die Frage lautet, das ist immer so eine böse Frage von mir, was ist das stärkste Treibhausgas in unserer Atmosphäre? Methan. Ja, wer hat das gesagt? Wasserdampf. Wasserdampf ist das allerstärkste Treibhausgas, das ist das da. Seht ihr das? Das hier ist das Absorptionsspektrum von Wasserdampf. Das ist das, der Wasserdampf, das gasförmig gelöste Wasser in unserer Atmosphäre, absorbiert am stärksten Infrarotstrahlen. Und dann haben wir das zweitstärkste Treibhausgas, das ist das CO2. Und das CO2 hat aufgrund des Materials, des Kohlenstoffmoleküls und das Sauerstoffmolekül eine physikalische Eigenschaft, dass es nur Frequenzen gewisse Frequenzen bzw. gewisse Wellenlängen absorbieren kann. Wir haben hier eine Wellenlänge, die absorbiert werden kann, aber die ist unerheblich. Die liegt kaum in diesem Infrarotbereich. Ein kleines bisschen liegt drinnen, aber die ist minimal und unerheblich. Der wesentliche Bereich ist dieses 15 Mikrometer Band. Ja? Hier liegt das drinnen.
Und wenn man sich dieses 15 µ, das heißt CO2 kann nur in diesem Wellenlängenbereich Infrarotstrahlung absorbieren. Sonst kann es das nicht, weil CO2 halt so konzipiert ist, wie es einmal konzipiert ist. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass diese Wellenlänge weitestgehend vom Wasserdampf überlagert ist. Seht ihr das? Ich zeige euch dann noch eine andere Grafik dazu. Und das bitte ist keine Schwurbelei oder irgendwas oder von mir gemacht, sondern diese Quelle ist der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages. Das heißt, die liebe Frau Baerbock hat das am Schreibtisch liegen. Ob sie das intellektuell erfassen kann, das kann ich euch nicht versprechen. Aber die haben das. Und es gibt jetzt eine Besonderheit. Dieses Dokument, das Original wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages. Das bedeutet, dass zusätzliches in die Atmosphäre gelangendes Kohlendioxid auf die Absorption in diesem Teilbereich der Bande keinen Einfluss hat, weil das in der Atmosphäre befindliche Kohlendioxid die Wellenlänge im Teilbereich bereits vollständig absorbiert. Das heißt Sättigung. Das heißt, ich zeige das mit anderen Grafiken dann auch noch, weil das ist genau dieses Forschungsgebiet, wo wir es ganz konkret forschen. Das heißt, weiteres CO2 in der Atmosphäre hat keinen weiteren Einfluss mehr, weil die Bande gesättigt ist. Und das Wichtige, oder ein kleiner Skandal, den ich heute erstmals weltweit aufdecke, ist, kein Spaß, dieses Paper des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, vom Sachstandsbericht 2020, den habe ich natürlich runtergeladen, der ist im April verschwunden von der Homepage und ersetzt worden gegen einen April 2023 Version. Habe ich auch runtergeladen. Und jetzt, neuerster Skandal, er ist auch verschwunden. Auf Rückfrage, Antwort, ja, wir überarbeiten den und werden den wieder einmal hochladen. Offensichtlich hat nicht nur ich den gefunden, ich habe es nämlich auch dem Dr. Bernhard Strehl weitergeleitet, er verwendet es jetzt auch, die Grafik, bei seinen Präsentationen. Möglicherweise sind nur ein paar draufgekommen, die Frau Baerbock wird es nicht entdeckt haben, vermutet. Das heißt, wird der CO2-Verbrauch beziehungsweise die Konzentration erhöht vom CO2, die darüber hinausgeht, unerheblich sein, genau, die Auswirkung genau auf die Atmosphäre betrifft oder überhaupt das Wachstum. Also weiteres CO2, also wir haben jetzt 420 ppm, sagen wir mal, das stimmt, in der Erdatmosphäre. Wenn wir 500 ppm in der Erdatmosphäre haben, hat diesen zusätzliche 80 ppm kaum mehr, keinen stimmt nicht, aber kaum mehr einen Einfluss auf eine CO2-bedingte Temperaturerhöhung. Und ich werde euch das mit noch geileren Grafiken überlegen. Und das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags auf dem Schreibtisch von der Frau. Bitte nur zurückblenden. Diese Studie überhaupt, ja, falsch sein kann alles. Die Studie behauptet ja, dass der Wasserdampf von dem Spektrum her, ja, dass er genauso ich zeig das jetzt Sonnenstrahlen absorbiert wie das CO2, ja, und das ist ja der Schmarrn. Ja. Es gibt eine andere Grafik, das ist ein peer-reviewedes Paper, Rode RA 2008. Und da sieht man noch einmal die einzelnen Treibhausgase aufgesplittet auf das, was sie können. Das kann Wasserdampf, das kann CO2, das kann CH4. Das kann N2O, das ist Lachgas, und das ist O2, O3 ist so, und wenn man jetzt alle diese Spektren übereinander legt, dann kommt das raus. Seht ihr das? Das bisschen da, das kann CO2. Aber mehr kann es nicht, weil das ist 100%. Es kann vielleicht hier noch ein kleines bisschen im Flankenbereich größer werden. Und das hier, das ist aber ganz, ganz wichtig, das nennt man atmosphärisches Kühlungsfenster. Das ist ganz, ganz wichtig.
über dieses atmosphärische Kühlungsfenster, dort wo CO2 nicht hinkommt und dort wo auch der Wasserdampf nicht hinkommt, aufgrund der physikalischen Konstruktion dieser beiden Moleküle, dort kann sich in der Nacht die Erde entwärmen, strahlend entwärmen in das Weltall. Und das ist ganz, ganz wichtig dafür. Wo ist das Methan in dieser Grafik? Methan ist, müssen wir schauen, ist grün. Man sieht hier ein bisschen Methan, aber das Methan ist völlig unerheblich. Es hat, das wird aber mal behauptet, was ich weiß, dass das behauptet wird. Und auch das Lachgas. Wenn ihr schaut auf der Homepage von diesem Mauna Loa Observatorium, die haben diese beiden, Elemente ebenfalls in Beobachtung. Und, aber wenn du das genau schaust, das ist nicht ppm, sondern das wird im PPB angegeben. Parts per Billion. Beziehungsweise das wird im PPT angegeben. Parts per Trillion. Das sind ganz, ganz minimale Mengen, was Lachgas und CH4 in der Erdatmosphäre ist. Und aufgrund der Eigenschaften dieser Gase ist es völlig unerheblich, weil es sowieso vom Wasserdampf überlappt ist. Nehmen wir jetzt an, Sibirien wäre jetzt komplett vom Permafrost befreit. Wie viel wäre es dann Methan noch mehr extra dazu? Das weiß ich natürlich nicht. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass diese Prozesse, wir haben die Situation, dass Permafrost jetzt aufgeht. Wir haben eine Situation, ich habe sie auch zuerst gezeigt, dass wir ein sanftes Erwärmung haben. Und es ist so, dass Methan in die Erdatmosphäre kommt. Methan kommt aber auch durch unsere Erdgasbohrungen in die Erdatmosphäre, durch unsere Erdgaspipeline. Das Zeug ist ja nicht dicht. Beziehungsweise gab es vor kurzem einen Angriff auf Nord Stream 2. Das war eine Umweltkatastrophe unglaublichen Ausmaßes. Da ist gigantische Menge an CH4 in die Erdatmosphäre gekommen. Das ist Schwurbelei. Also, das ist, weil wenn das aber ein, also, war es eine gute Explosion. Nein, aber wenn das tatsächlich so bis jetzt dargestellt wird, ein Angriff Ukraine nahe Sachen auf die NATO gewesen wäre, dann hätte ja die NATO schon längst einen Erstschlag gemacht. Ja, so außerdem hat ja die UNO und damit auch und der amerikanische Regierung jedes Klima im Schutz. Also das ist Schwurbelei. Ach so. Als kenne ich mich besser aus. Ja. Das war dasselbe mit der Drohne, die da in Polen gelandet ist. Das war auch kein Angriff auf die NATO. Nein, bist du ein bisschen ein Schwurbler. Ja, bildungsferne Schicht. Ja. Okay, lustig ist bitte eine andere Geschichte. Aber das sind ganz wichtige, essentielle Zusammenhänge. Und ich bin jetzt schon gespannt, was passiert mit dem Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags. Ob der wieder auftaucht und wenn ja, in welcher veränderter Form. Ich habe eine Frage zu der Wasserstofftechnologie, die man ja vorantreiben will. Ja. In dem Sinne, wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja das schlimmer. Die Wasserstofftechnologie halte ich für nicht umsetzbar. Mit dem, ein gewisser Bundeskanzler hat das ja gesagt, Österreich soll hier forschen. Ne? Kurz hat er, glaube ich, geheißen. Er war kurz Bundeskanzler. Wurde sogar mal gewählt, glaube ich. Von überraschend viel. Möglicherweise haben sich auch hier einige schuldig gemacht. Ich auch. Einmal. Ja, fürchterlich. Aber ich büße meine Sünden eh. Aber Wasserstofftechnologie, ich halte für aus anderen Gründen, es hat nichts mit Klima zu tun, aber ich halte die für nicht realisierbar und nicht umsetzbar aus mehreren Gründen. Punkt 1, in aller Kürze, Wasserstoff ist ein extrem flüchtiges Gas. Es ist das kleinste Atom überhaupt und Wasserstoff geht überall durch. Du kannst Wasserstoff kaum dicht wo in einem Behältnis verpacken. Höchstens du verflüssigst das bei minus 270 Grad Celsius. Was einen gewaltigen Energieaufwand bedarf und du musst es auch kühl dämmen und so weiter. Punkt 1. Punkt 2. Die Bereitstellung von Wasserstoff bedarf unglaublicher Mengen an Energie, insbesondere elektrischer Energie. Wenn du grün Wasserstoff herstellen möchtest, wie alle jetzt hyperventilieren, dann musst du das mit Elektrizität mit Strom machen. Dann hast du das Problem mit Speichern, mit Aufbewahren. Und wenn du das dann wieder in einem Kanoschenkreisprozess umsetzt,
hast sofort nur mehr einen Wirkungsgrad von 30%. Das heißt, das rechnet sich nicht. Das ist für alle, die das jetzt machen. Ich weiß auch, dass die Föst ein Projekt hat, das sie mit Wasserstoff den Hochofen betreiben wollen. Da gibt es wahnsinnig viel Fördergelder in diese Richtung. Lass mir einen Satz noch aussprechen, dann bist du am Wort, bitte. Danke. Ich halte das für Idiotie oder das Folgen eines politischen Narrativs, der aus rein einfachen physikalischen Prinzipien in die Hose gehen muss, lieber Kollege. Zweck Wasserstoff, ja, so sehe ich schon. Andere Varianten, ich habe meine Wasserstoffzelle selber gebaut und in mein Taxi eingebaut und bin damit gefahren und habe dann festgestellt, einfach nur beim Luftfilter dazu da, hat 0,5 Liter Wasserstoff, den viel in der Minute erzeugt und ich habe einen 3-4 Liter weniger verbraucht. Das Auto ist so hier gelaufen. Ich war da beim ÖPNC, Abgastest, hat er gesagt, super Diesel, Wahnsinn. Nur die Krux ist, der sagt, tu das sofort wieder raus, sonst muss ich dich anzeigen, weil deine Fahrzeugzulassung nicht weitermachen kann. Ja. Aber Wasserstoff, wenn du es erzeugst über die Elektrolyse, Wasserstoffzellen, gleich einspeist, verbrauchst, es funktioniert. Aber du musst es sofort verbrauchen. Du musst das bereitstellen und sofort in die Verbrennung reinführen. Genauso viel wie die Heckscheibenheizung. Ja. Ich bin bei 10 Ampere, erzeugt 0,5, 0,7. Ja. Aber diese Wahnsinnigen wollen ja in Algerien und in Libyen Photovoltaikanlagen großflächig hinstellen, wollen dort elektrolysieren, wollen dann mit einer Wasserstoffpipeline Europa mit Wasserstoff versorgen. Das ist vollkommener Größenwahn. Das ist wieder ein Geschäftsmodell. Und ein Geschäftsmodell. So, ich gehe jetzt schnell darüber. Diese Grafiken erklären auch diese logarithmische Wirkung dieses Sättigungseffekt des CO2s. CO2 hat eine Wärmewirkung in unserer Atmosphäre, allerdings nur die ersten 20 ppm. Und dann nimmt das stark logarithmisch ab. Hier gibt es eine logarithmische Gesetzmäßigkeit dazu, die bekannt ist. Der Professor Harper von der Princeton University hat so eine Grafik gebaut, die wir im Labor messtechnisch gut belegen könnten. Also die ersten 400 ppm, die wir jetzt haben, schaffen 88% des überhaupt möglichen Erwärmung in unserer Erdatmosphäre. Von 400 bis 500 ppm würde nur mehr noch einmal zu die 88% noch einmal 2,8% dazu bringen. Das wäre das, was du zuerst gefragt hast. Ja? Das ist diese typische logarithmische Wirkung, die der Professor Happer errechnet hat, die wir in unserem Labor, jetzt sage ich das dann auch, messtechnisch gut bestätigt haben. Ja, da gibt es andere Quellen. Da gibt es einen zweiten Nobelpreisträger, einen Paul Crewson, der sagt das auch, dass das CO2 gesättigt ist und so weiter. Auf das geht vielleicht jetzt auch noch weniger ein. Das ist der Dr. Sun, der leider ist auch fürchterlich angegriffen wird, der analysiert die Sonnenfleckenzyklen. Und sie schaut sich an, die Sonnenfleckenzyklen, also die Sonnenaktivität im Vergleich mit Ständen mit der arktischen, also Nordpol-Temperatur gegenüber. Sieht hier auch eine entsprechende Korrelation. Ja, das müsste ich ein bisschen ausholen. Das ist wieder wichtig. Professor Christie habe ich euch schon gesagt, ja. Dr. Spencer und Professor Christie, das sind Feinde zwar, aber beide heterosexuell, keine Sorge, alles gut. Und der Professor Christie ist eine ganz besondere Persönlichkeit. Der wurde einem Senatoren-Hearing unterzogen. Und solche Hearings, das ist übrigens online auf YouTube, das könnt ihr euch anschauen, das ist eine Sensation. Das ist wirklich eine Kurzfassung dieses Senatoren-Hearings. Die werden vereidigt und da muss er unter Eid aussagen. Und in Amerika ist es so, nicht so wie bei uns, ein Meineid bedeutet automatisch Gefängnis in Amerika, ja? Also in den USA. Und das ist, er hat Folgendes gemacht. Er hat alle IPCC-Klimamodelle, alle 102 Klimamodelle, die es gibt, verglichen mit realen Messdaten
unserer Atmosphäre, und zwar von 1995 bis 2022. Genau, das Hearing hat er gehabt, bis 2015, das Hearing hat er, habe ich verschrieben, das Hearing hat er 2015 gehabt. Und hier sieht man, die grüne Linie sind meteorologische Ballons, die blaue Linie sind Satellitendaten und das ist eine Reanalyse von Bodenmessstationen. Also das ist die reale Welt und das sind die Klimamodelle des IPCCs. Alle, also der Durchschnitt von allen 102 Klimamodellen. Gute Treffen. Das heißt, man sieht, die rechnen irgendwo, kommt euch das irgendwoher bekannt vor? Ich kann ja fragen. Eine Computersimulation. Ja, aber das Klima hat vielleicht eine Vorerkrankung gehabt. Also das beim Klima ist das natürlich ganz anders. Ja. Aber irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Sterb ist der. Ja, so, jetzt folgende Sache. Es gibt jetzt in Deutschland wahnsinnig viele sogenannte Klimaalarmistenorganisationen. So kann ich auf die Uhr schauen, ich plaudere nicht. Wenn das jetzt mit dem gar nicht so arg ist, was sagen die Klimaalarmistenorganisationen? Und ich habe mir da ein paar Aussagen gesucht. Es gibt die Helmholtz Klimainitiative, IPCC-Koordinierungsstelle, EKKK, Deutsches Klimakonsortium, klimafakten.de, Orchester des Wandels und so weiter. Und die träumen ja alle von der Klimakatastrophe. Und wir haben uns das ja angeschaut, dass das alles gar nicht so arg ist. Und wenn man sich das anschaut auf der Helmholtz Klimainitiative, dann sagen die, Studien, die die Klimasensitivität mit verschiedenen US-Untersuchungsmethoden ermitteln, deuten also übereinstimmend auf eine Erwärmung von deutlich mehr als der direkten Erwärmungswirkung des Kohlendioxids. Also direkte Erwärmungswirkung des Kohlendioxids, gut 1 Grad Celsius. Also wir haben 0,5 bis 0,6 Grad Celsius ermittelt, aber wir liegen eigentlich sehr knapp zusammen mit den Alarmisten. Und jetzt kommen, und wie argumentieren die Alarmisten jetzt weiter? Ja, es gibt indirekte Rückkopplungseffekte, die zu einer deutlichen Verstärkung der Erdatmosphäre führen. Das heißt, damit ihr euch auskennt, das CO2, die Alarmisten stimmen mit uns überein, dass das CO2 nur ganz wenig kann. Aber die Alarmisten sagen, das Wenige, was das CO2 kann, das schafft indirekte Rückkopplungseffekte, die zu einer deutlichen Verstärkung führen. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, das ist eine Theorie, es gibt dafür keine Evidenz, kommt euch das irgendwie bekannt vor, eine Aussage ohne Evidenz. Mein Kollege sagt, indirekte Rückkopplungseffekte ist reines Science Fiction. Und insbesondere diese Wasserdampfverstärkung, mit der argumentiert wird, für die gibt es keine Evidenz. So, ich gehe jetzt ein bisschen schneller drüber. Das sind jetzt die Zusammenfassung des IPCCs. Wir können uns also merken, wir errechnen oder ermitteln 0,5 bis 0,6 Grad aufgrund des CO2s. Die Alarmisten sagen 1 Grad. IPCC sagt, best estimate, 3 Grad. Diese ganze IPCC-Geschichte ist auf physikalisch-wissenschaftlich so dünnen Eis gebaut. Sie hat quasi mehr oder weniger das meiste schon eingestanden. Sie argumentieren es nur noch mit indirekten und weiteren Rückkopplungseffekten, für die es keine Evidenz gibt. So, also ich habe schon gesagt, ich bin ein Papa und für mich und für alle Papas hier vermutlich und auch für alle Mamas ist das Bedürfnis, die Welt besser seinen Kindern zu übergeben, als wir sie selber vorgefunden haben. Das war für mich bis 2010 irgendwie sichtbar, aber jetzt ist es für mich nicht mehr sichtbar. Wir bewegen uns da in eine totalitäre Situation zu, die schier unglaublich ist. Also diese WHO
Situation, die uns da jetzt vor Augen geführt wird, wo ihr dann demnächst einen tollen Vortrag haben werdet, genauso wie dieses IPCC und diese EU-Geschichten, das ist ja wirklich katastrophal. Wir haben uns daher jetzt beim Wissenschaftlichen Beirat kennengelernt, wir sind jetzt der Gruppe von Ingenieuren und Wissenschaftlern und wir untersuchen die tatsächliche Gefährlichkeit des Klimagases CO2 als auch der anderen Treibhausgase, CH4, N2O und so weiter. Und wir überprüfen bestehende, bekannte Klimaexperimente. Und mit dem ersten sind wir fertig, mit der Überprüfung des ersten Klimaexperiments. Das ist der Herr Professor Quaschnik. Der heißt wirklich so, solltet ihr ihn nicht kennen. Er wird in Deutschland hofiert, weil er Professor einer FH ist. Und der hat ein Video, hier ist das Video, Videolink, das ist auf YouTube online. Und er sagt, er kann mit seiner Anordnung ein Käsebrettel, ein Kuchen, Plastik oder eine Salatschüssel, kann er die Gefährlichkeit des Treibhausgases und den Treibhauseffekt nachstellen. Wir haben zwei Videos bis jetzt gemacht, dazu ein drittes ist in der Pipeline, wo wir dieses Experiment von Professor Quaschnik überprüfen. So schaut er übrigens aus, das ist er. Diese Bilder, die macht mein Sohn immer, der macht immer so lustige Thumbnails und ich gebe ihm da völlig freie Hand. Ich rede immer kurz mit ihm, sage Felix so und so, das ist drinnen und dann macht er ein Thumbnail und bis jetzt, ja. So, was ist die Ergebnisse? Ja, die Ergebnisse, schaut sich die Videos an, sind ganz spannend, finde ich zumindest. Man kann weder eine Klimasensitivität noch einen Treibhauseffekt des CO2s in dieser Messanordnung messen. Man misst eine Temperaturerhöhung, die auf eine sogenannte exotherme Reaktion zurückzuführen ist. Und wir haben auch in seiner Messanordnung hier Argon eingeleitet und anstatt CO2 mit Argon gemessen. Argon ist ein nicht infrarotaktives Gas, hat also keinen Treibhauseffekt des Argon. Und Argon zeigt ein ähnliches Verhalten wie sein böses Gas. Also das Q-Gas ist das Quaschnik-Gas und das blaue Gas ist das Argon-Gas und man sieht sogar, dass sich das Argon-Gas in seiner Messanordnung mehr erwärmt als sein Treibhausgas. Und wie viel Argon gibt es in der Atmosphäre? 1% Argon ist in der Atmosphäre, aber Argon ist kein Treibhausgas. Argon ist für Infrarotstrahlung undurchsichtig. Also wir haben das nur mit dem Argon gemacht, um zu sehen, um zu zeigen, lieber Quaschnik, deine Messanordnung ist ein Blödsinn, weil wenn ich mit Argon eine stärkere Wirkung habe, das kein Treibhausgas ist, als mit deinem CO2, dann kannst du mit Sicherheit keinen Treibhauseffekt des CO2s zeigen. So. Ja, ich gehe ein bisschen schneller durch. Wir haben also eine Messapparatur entwickelt, mit der wir jetzt keine Computersimulationen machen, sondern wo wir wirklich rausgehen in die Natur, wo wir in der Natur, dort wo Realität geschieht, Messungen machen und wie sind wir auf das gekommen? Wir haben uns das zuerst einmal im Labor angeschaut und haben gesehen, aha, im Labor, ich habe hier so eine Abkühlkurve eines Gases, lasse zu einem definierten Zeitpunkt CO2 ein, aha, tatsächlich, im Labor sehe ich eine Temperaturerhöhung. Wir haben das mit einem anderen Treibhausgas auch gemacht, mit Propan, das ist ein noch stärkeres Treibhausgas. So, dann haben wir das Ganze in der Natur gemacht, haben also eine Abkühlungskurve in der Natur, haben also in die gesamte Atmosphäre reingeschaut und sehen, aha, wenn wir hier Propan einleiten, sehen wir tatsächlich einen kleinen Treibhauseffekt. Dann haben wir das mit CO2 gemacht. Einmal, weil wir es nicht glauben konnten, ein zweites Mal. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Sättigung, alles das, was ich euch heute schon erklärt habe, haben unsere Messanordnung noch einmal adaptiert. Gehe ich auch ein bisschen schneller drüber. Und haben jetzt hier eine neue Messung gemacht. Wir haben also eine Apparatur, wo wir eine erhöhte CO2-Konzentration in unserer Erdatmosphäre simulieren können. Wo wir die gesamte Erdatmosphäre messen
und simulieren können wir eine zusätzliche CO2-Erhöhung in der Erdatmosphäre. Und vielleicht zu Beginn der Messung schaut man mal, genau, man darf keine Wolken haben bei der Messung, denn Wolken, haben wir schon gehört, Wolken sind starke Rückstrahler. Dieses kleine, das ist mein lieber Kollege, der Christoph, den habe ich mit meinem Schnappschuss da irgendwie erwischt. Da haben wir so ein kleines Wolkchen gehabt. Da haben wir einen Sternstopp, das jetzt ist. Haben wir da. Da ist auch eine, okay. So, also dieses kleine Wölkchen, das ist das da. Diese etwas kleine Temperaturerhöhung durch die Wolke, das war das. Dann haben wir gewartet, bis das Wölkchen vorbeigezogen ist. Und dann haben wir von hier bis hier laufend den CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre simuliert, dass wir den erhöhen. Und was sehen wir? Eine gewollte Veränderung. Wir sehen nichts. Jetzt weiß ich eh, dass das nicht sexy ist, wenn ich euch frage, was sehen wir? Nichts. Aber eigentlich ist das eine Sensation. Wir erhöhen das CO2-Gehalt in der, also wir simulieren einen erhöhten CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre und sehen aber, dass wir kaum eine Auswirkung haben. Wir haben eine Auswirkung, aber es ist wirklich minimal. Und hier haben wir ein anderes Treibhausgas eingegeben, aber nur 50 Milliliter. Zack! Und haben sofort eine gewaltige Ausschlag. Wir haben diese Messung. Entschuldigung, haben Sie das immer nur in der Nacht gemessen? Bitte? Ja, ja, wir haben das nachgemessen. Das ist der nächste. In der Nacht? Ja, Nacht. Bitte? Haben Sie das immer in der Nacht? Nein, nein, nein. Na, natürlich messen wir in der Nacht, weil am Tag ist die Überlagerung von Infrarotstrahlung von der Sonne so gewaltig. Wir müssen auch in einer mondlosen Nacht messen. Und somit haben wir ein bisschen ein Problem, weil es gibt viele mondlose, also Vollmond. Neumond. Dankeschön. Sehr gut. Neumond, Testfrage. Ob Sie noch nicht eingeschlafen sind. Also bei Neumond. Und wir brauchen natürlich eine sternenklare Nacht zum Neumond. Oder plus minus zwei Tage. Ja? Das geht natürlich. Denn der Mond stört auch unsere sehr empfindliche Messapparatur. Und hier haben wir heute dann ebenfalls mit einem anderen Treibhausgas, das war ein FKW war das, haben wir hier. Und hier sehen wir auch eine gewisse Sättigung, noch eine gewisse Erhöhung. Aber wir sehen hier eine gewaltige Auswirkung, während wir hier vorher beim CO2 gar nichts sehen. Und da haben wir das noch einmal gemacht. So, Zusammenfassung. Letzten drei Folien, dann haben wir es überstanden. Zusammenfassend sehe ich eine mediale, weltweite Gleichschaltung hinsichtlich der CO2-bedingten Klimakatastrophe. Wir sehen die mediale Gleichschaltung hinsichtlich einer angeblichen Erderhitzung, Boiling Earth. Ähnlich wie bei der Corona-Plandemie. Monika Donner sagt Blödemie dazu. Möchte ich kurz zitieren. Das Ziel dieser orchestrierten Klimahysterie aus meiner Sicht der Dinge ist ein massives Umverteilen von Vermögen von uns allen zu einem wenigen. Es ist das größte Geschäftsmodell, das jemals auf unserem Planeten da war. Noch nie gab es so ein großes Geschäftsmodell, ich glaube 180 Trillionen Dollar ist dieses Geschäftsmodell einmal abgeschätzt. Ja, wir wollen Zahlen, Daten, Evidenz bringen und dazu brauchen wir halt eine freie Medienwelt. Hier sehe ich die allergrößte Katastrophe in dieser medialen Gleichschaltung. Ja. Klimaneutral bedeutet für mich, man sollte dem Klima Ruhe lassen, wir sollten neutral gegenüber dem Klima sein und wir sollten uns nicht anmaßen, in dieses komplexe Thema Klima überhaupt eingreifen zu können. Und uns muss auch bewusst sein, völlig egal, was eine Politikerin in Brüssel oder wo immer beschließt, es wird das Klima auf keinen Fall in irgendeiner Form ändern. Und für uns Menschen, für uns EU-Bürger hat aber dieses EU-Climate Law und dieser EU-Green Deal eine dramatische Auswirkung. Die wollen tatsächlich die gesamte fossile Energie
bis 2050 weitestgehend auf null reduzieren oder fast null, auf rechnerisch null. Das bedeutet Planwirtschaft, Unfreiheit, immer höhere Energiekosten, also der Strom und der Treibstoff wird immer teurer werden, wird auch teurer werden müssen. Ich habe dazu ein Video gemacht, warum dem so ist. Bedeutet Energieunsicherheit. Sonne und Wind sind unsichere Energiequellen, denn das scheint nicht immer, dass die Sonne, zum Beispiel jetzt scheint keine Sonne, aber jetzt brauchen wir trotzdem eine Energie, wo kriegen wir die her? Und wir haben keine Übergangstechnologie und keine Speichertechnologie. Das ist eine vollkommene Hybris, die hier im Gange ist. Wir haben keine andere Technologien als die, die wir jetzt haben. Und alles andere ist Science Fiction. Energieunsicherheit, die Blackout-Gefahr war noch nie so hoch wie heute und sie wird laufend steigen mit dem Abschalten konventioneller Kraftwerke. 2028 beginnt Deutschland Kohlekraftwerke dann noch auszustellen. Mehr Steuern, mehr Gebühren, mehr Verwaltung. Was wird die Wirtschaft und Industrie tun? Die wird abwandern, wir werden Arbeitslosigkeit generieren, wir werden uns alle verarmen. Mein Fazit, Klima hat sich stets gewandelt und wird sich auch weiterhin wandeln. Über gute oder schlechte Nachricht, je nachdem auf welcher Seite ihr seid, die Klimakatastrophe findet nicht statt. Klimaschutz, unter Anführungszeichen, ist ein Geschäftsmodell. Und es gibt laufend Umweltzerstörung im Namen des Klimaschutzes. Also speziell in Oberösterreich wollte ich jetzt tatsächlich 100 Windräder aufstellen. Ich tue mein Bestes, das zu verhindern, der Manuel auch. Wir arbeiten da dran. Salzburg, ja, das ist... Okay. Ich möchte auch noch sagen, Klimaschutz ist auch ein Enteignungsprogramm. Ja. Das ist Ihnen noch viel wichtiger als das Geschäftsmodell. Ja, es ist Enteignung, aber irgendwer kriegt es ja dann. Ne? Ja, also aber das Geld ist denen egal, die drucken das Geld. Ja. So, meine Forderungen. Das IPCC-Klimamodell kann kritisch, ergebnisoffen hinterfragt und diskutiert. Den Wissenschaftlern dürfen keine politischen Vorgaben gemacht werden. Und die Themen Umweltschutz, Tierschutz und sogenannten Klimaschutz ist zu trennen. Temperaturziel, ja genau, die EU hat ein Temperaturziel vorgegeben bis 2050. Ein Temperaturziel, bitte, kann mit keiner EU-Verordnung geschaffen werden. Das ist völlige Idiotie. Ja, Schluss mit der Panikmache. Das ist jetzt meine allerletzte Folie, dann haben wir viel zu viel überzogen. Was wird geschehen? Nach dieser Präsentation ist, jetzt seid ihr alle top informiert, jetzt kennen wir uns aus, wird die EU einlenken und den Green Deal einstampfen? Ja, sicher. Werden sich die PolitikerInnen bei euch entschuldigen? Ja. Wird die CO2-Besteuerung beendet werden? Wird die CO2-Hysterie zu einem Ende kommen? Und das ist eine wichtige Frage. Ist Grün Innenpolitik lernfähig? Nein! Doch, weil die Grünen sind die einzige Partei, die es geschafft haben, sich seit Anbeginn ihrer Zeit eigentlich ihre Erhaltung damit selbst zu machen. Erst hat man quasi die Frauen dazu gebracht, dass sie Karriere machen, gleichberechtigt sind und jetzt mit schwere SUVs rumfahren. Und jetzt kann man mit genau dem Punkt am Green Deal anschließen und sagen, die SUVs sind best. Das ist Satire jetzt, oder? Sie haben das ist ernst gemeint. Ja, und Sie haben sich so nicht gesagt. Aber das dann diskutieren, bin ich gleich fertig. Ja? Also brauchen wir Bürger eine Vertretung? Brauchen wir irgend sowas wie einen Panel for Climate Fact Check? Keine Ahnung. Wenn ja, wie können wir das machen? Wie können wir uns helfen? Und wir werden auf alle Fälle weitermachen mit unseren Labormessungen, die Überprüfungen von den Klimakatastrophenexperimente. Ich verrate euch gleich, wer als nächstes dran kommt. Sagt euch das was? Der Professor Lesch kommt jetzt das nächste. Der hat ja in Deutschland schon... Warte, dann ist gleich, ich bin gleich fertig, ja, dann diskutieren wir. Und dann, bei Professor Lesch ist es besonders tragisch, finde ich, der hat ein Klimaexperiment für die Schule. Das heißt, die Lehrer bestellen beim Unterrichtsministerium in Deutschland dieses Klimaexperiment,
zeigen es den Schülern und die Schüler in der Schule werden auf Klimahysterie indoktriniert. Ich finde das außerordentlich verachtenswert aus meiner Sicht der Dinge. So, ja, wir werden die Wirkung der Treibhausgase weiter überprüfen und wir werden einfach weitermachen. So, entschuldigt, dass ich überzogen habe, ich tue es nie wieder. So, wenn ihr wollt, können wir jetzt plaudern, aber ich habe euch auch über alle Maßen jetzt hier. Lieber Patrick. Wenn es Brot gibt, bitte gleich mal. Bitte! Man sieht ja immer wieder an manchen Tagen diese Linien, dieses Feldfahren ganz am Himmel. Und ich habe auch, wo ich mal geflogen bin, da war dann ein Flugzeug noch weiter oben und dann habe ich gesehen, das macht auch die Strecke. Okay. Hast du schon mal eine Sehnsucht? Ja. Also ich kann mich nicht mit allem beschäftigen. Ich habe mich mit dem nicht beschäftigt, muss ich gleich sagen. Ich hoffe, dass das nicht gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das in einem gewissen Versuchsstadium gibt. Aber das bedürfte ja wahnsinnigen infrastrukturellen Aufwand. Man braucht ja ein Flugzeug mit entsprechenden Tankvorrichtungen. Man braucht diese Düsen. Also ich glaube, dass das nicht gemacht wird. Und die Flugzeuge fliegen ja auch in der Troposphäre und nicht in der Stratosphäre. Es gibt also ein Patent dazu. Kannst du auch mögen, und ich denke, dass wenn der so viel Geld ausgibt, ein Weltpatent, dass man eventuell sagen kann, wo man was hat. Es gibt auch Videoaufnahmen, wo man sehr wohl Düsen an den Tragflächen sieht, die was aussprühen. Ich vermute, es gibt es nicht in diesem großflächigen Zustand, aber möglicherweise täusche ich mich doch. Aber was sicher der Fall ist, wenn viele Flugzeuge fliegen und wenn wir viel Kondensstreifen haben, dann haben wir auf alle Fälle einen Einfluss auf das lokale Wettersituation vor Ort. Weil dann haben wir einen Abkühlungseffekt. Wir haben dann erhöhte Albedo. Das habt ihr alle schon gesehen. Wenn 4, 5 so Kondensstreifen sind, das so verschwimmen und verwaschen, dann wird es kühler. Dann wird es dann ein bisschen kühler und so weiter. Bitte. Kurz dazu, vielleicht kennt jemand da in der Runde Paul Schlie, Wetteradler, da war der Vortrag in Heuber und der sagt, dass genau diese Chemikalien in Passagierflugzeugen sich befinden, in Kerosin. Also nicht jetzt extra Flugzeuge, sondern eher seine These, jetzt auch das ist deshalb so verbreitet, dass es anscheinend in Passagierflugzeugen in den Treibstoff drin. Ja, also was Fakt ist, ist, wenn viele Kondensstreifen da sind, habe ich einen lokalen Abkühlungseffekt. Dann wird es kühler. Aber auch umgekehrt. Auch in der Nacht, das hast du in deiner Nacht gezeigt, es kann aber auch nicht mehr wegstrahlen. Ganz in der Nacht wird es wärmer. Aber kalt in der Nacht wird es wärmer, ja. Martin, genau, ja. Ich kann zu dem Thema ganz kurz was sagen, es ist nicht bewiesen. Aber erstens einmal ist es so, dass die Firma Dreibacher in Alkofen in Kärnten entsprechende Chemikalien erzeugt. Das ist bekannt. Und sie machen Versuche. Und sie haben in der letzten Zeit 2 massive Unwetter erzeugt. Das ist aber alles ganz regional und die sind dann 150 Kilometer weiter weg. Und das war so offensichtlich, wie in Salzburg das Flugzeug auf den Kopf gestellt worden ist am Flughafen und dann in Oberösterreich haben sie ein massives Unwetter gehabt. Aber wie gesagt, es ist alles nicht gewesen. So, bitte. Ich darf die folgende Frage an dich und bitte. Zum Thema Windräder. Ja. Da gibt es ja Aussagen dazu, dass ein Windrad laut Betriebsstättengenehmigung auch des Herstellers, der Firma Festa zum Beispiel, nach 20 Jahren die Lebensende erreicht hat, abgebaut werden muss, oder vergraben werden müssen, weil es ja nicht recycelbar ist. Was ist der Plan, vor allem in Hinsicht auf die Planung dieser mehr als 200 Meter hohen Räder im Waldviertel. Ja, 280. Das ist der Faktor. Ja. Also es stimmt,
dass diese Windrotorblätter, ich weiß es jetzt nicht auswendig, was das für ein Material ist, ist ein komplexer Verbundstoff. Es wird mit Balsaholz, ist glaube ich innen, und dann wird ein komplexer Verbundstoff wird hier geschichtet, und der ist nicht recyclingfähig. Das ist richtig. Das heißt, das Recycling dieser Windrotorblätter ist ungelöst. Und wir haben alle die Bilder ja gesehen. Manche dieser Windrotorblätter werden tatsächlich nach Afrika exportiert und dort vergraben. Im Wüstenstaat. Das Problem ist, es gibt noch kein Recyclingverfahren für diese Windrotorblätter. Naja, den könnte man. Ja, der besteht aus Metall. Dieses Metall könnte man recyceln. Aber diese Gedanken und auch die, wie man das macht, also das ist alles ungelöst. Grundsätzlich wird es ein großes Problem werden. Das wird auf uns zukommen und irgendwer wird das zahlen müssen. Und wer wird es zahlen? Wir alle, die Energie konsumieren. Wir werden das zahlen. Das fängt ja bei Windrädern eigentlich schon mit dem Fundament an. Man muss hier überhaupt einmal die Infrastruktur schaffen, damit der Betonwagen hinfahren kann. Dann muss das für so ein 280 Meter Radl. Das ist alles Umweltzerstörung im Namen des Klimaschutzes. Ja, also ich muss jetzt Beispiel, ich bin mit den Waldviertler in Kontakt. Die haben mich angerufen, weil sie auch Hilfe brauchen von uns. Weil die EVN in Niederösterreich unglaublichen Druck macht und die wollen das unbedingt, Geschäftsmodell für die wollen das umsetzen. Und hier wird wirklich einerseits, wie der Kollege sagt, muss Infrastruktur gemacht werden. Da müssen also Bäume gerodet werden, großflächig müssen da Bäume gerodet werden, da müssen Straßen errichtet werden, es müssen Stromleitungen verlegt werden über viele Kilometer, es müssen Einspeisestationen errichtet werden und zwar keine Strasserl oder Forststrasserl, da musst du mit einem Tieflader, mit einem Schwersttransport fahren, dann musst du dort ein gigantisches Fundament errichten für einen 285 Meter Turm, ich meine, geht's noch, das in einem Naturschutzgebiet, ich meine, fangen wir jetzt alle zum Speiben im Strahl an. Ich meine, wo sind wir denn da? Bodenversiegelung und dann baut man auf der anderen Seite das. Genau. Und dann muss man natürlich auch noch dazu, sagen, dass allein für die Produktion, die für das Windrad und das Fundament und den Transport dorthin gebaut wird, schon mal so viel CO2, wenn das jetzt dieses böse Gas ist, in der Produktion verbraucht wird, dass es ähnlich wie mit einem Elektroauto ist, bis sich das dann theoretisch rechnet. Ohne die Entsorgung dann noch, ist das erst einmal ganz viel CO2-Killer. Also ist das ja eigentlich Augenauswischerei. Das ist ein Geschäftsmodell. Ja, und das Wichtige beim Windrad, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ich brauche, das tue ich in meinen Videos auch thematisieren, wenn ich eine Windkraftanlage mache, brauche ich eine gleich große Gas- oder fossile Kraftwerksanlage, um die gleiche Menge Energie, die meine Windkraft einspeist, wenn Wind weht, einspeisen kann, wenn kein Wind weht. Das heißt, ich tue mit Wind und mit Sonnenenergie nicht irgendeine bestehende Kraftwerksanlage ersetzen, sondern ich brauche diese Kraftwerksanlagen doppelt. Versteht ihr das? Wenn kein Wind weht und wenn keine Sonne scheint, brauche ich auch irgendwas, was man den Strom bereitstellt, weil der kommt nicht aus der Steckdose, liebe PolitikerInnen. Wissen Sie auch die Evidenz von der Infraschallbelastung natürlich, auf Rheinland? Natürlich. Es gibt vielzählige Probleme bei Windrädern. Windräder töten Vögel, insbesondere Greifvögel und Zugvögel. Auf den Zugvögelstrecken müssen die Offshore-Windräder während der Hauptzugvogel-Zeit ausschalten, weil so viele Zugvögel getötet werden. Das ist eine ganz, ganz große Menge und das ist ein Skandal. Sie töten Fledermäuse und zwar deswegen, die sind biologisch von der Evolution nicht vorbereitet, dass sie von seitlich oben erschlagen werden könnten. Und darum werden diese Vögel und die Fledermäuse getötet.
dann gigantische Mengen an Insekten werden getötet. Die Älteren von euch wissen, vor 30, 40 Jahren haben wir noch ganz anders die Scheiben abputzen müssen beim Autofahren als heutzutage. Wir haben ein gigantisches Insektensterben und 100 Tonnen Insekten werden ermordet in ganz Österreich von den österreichischen Windrädern. Pro Jahr. Und dann haben wir das Thema Infraschall. Also, Windräder sind nicht geräuschlos. Das ist eine Lüge. Das heißt, die geben Schall ab im hörbaren Bereich und im nicht hörbaren Bereich. Und dieser nicht hörbare Bereich wirkt sich aber auf unsere Gesundheit gravierend aus. Es ist ein Gebiet, das kaum erforscht ist, weil keiner darf in diesem Gebiet forschen, weil sonst müssten ja die Windräder noch weiter wegrücken von den bewohnten Gebieten. Aber Großwindradanlagen sind, dass der Infraschall ist ungesund. Und dann gibt es diese Schlagschatten. Der Schlagschatten von dem Propeller, wenn der halt zyklisch, also bleibt durch, ihr herrscht zu mir, könnt ihr euch schon vorstellen, was kommt. Das ist für unsere Psyche außerordentlich unangenehm, wenn wir so eine dauernd so einen Schattenwurf haben, wenn die Sonne richtig scheint. Ja, also das ist das Thema Windrad. Kommt da nicht nur ein Faktor dazu, dass diese Windräder, Rotorblätter im Betrieb auch die natürlichen Winde zerstreuen und so eine Erderwärmung auch wieder provozieren? Das ist alles super. NASA, Entschuldigung, gibt es ein NASA-Paper? Die haben das untersucht bei einem Windpark in Texas. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Windpark dahinter, also nach der Anströmung, das Gebiet großräumig aufwärmt. Also es wird klimatisch wärmer hinter einem Windrad. Und könnt ihr euch erinnern, unsere burgenländischen Freunde, die jammern über Trockenheit im Burgenland. Und wenn es einmal schon durchs Burgenland durchgefahren hat, dann ist ja ein Windradl nach dem anderen. Seltsamerweise sind kaum alle gleichzeitig in Betrieb. Also diese Großwindanlagen, das ist ein verhängnisvoller Irrtum, der hier gerade passiert. Und ich werde auch mein Bestes tun, dass weder in Oberösterreich noch in Waldviertel das zustande kommt. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. So. Ja, Entschuldigung. Dankeschön. Bitte. Bitte. Jeden Tag Tisch ist eigentlich die Nachrichten und am Schluss kommt eure Energiewende, Wetterbericht. Ja. Und das ist aber ganz interessant. Da wird dann halt gesagt, die ganzen Solaranlagen in Deutschland halt, was die tagsüber produzieren und was das kostet, dass die anderen den abnehmen und dann, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint, was das dann auch wieder kostet, was wir uns den Strom holen müssen. Und in Österreich ist das ja, glaube ich, noch besser, die Situation. Ja, weil wir noch nicht so massiven Windkraftausbau haben wie in Deutschland. Also das Deutschland ist wirklich ein Negativbeispiel, wie man eine Energiewende auf gar keinen Fall machen sollte. Ja. Aber es liegt wahrscheinlich an der Kompetenz gewisser Personen. Nein, das ist also ein Blödsinn. Ich glaube, dass es hier ein Geschäftsmodell, also meine These, es ist hier ein Geschäftsmodell, ein internationales Geschäftsmodell und man hat Deutschland auserkoren, es dort auszuprobieren. Wie lange geht das? Wie lange lassen die Leute das gefallen? Weil in Deutschland, die zahlen auch die allerhöchsten Stromkosten, die allerhöchsten Strom- und Energiekosten von ganz Europa. Aber der Umfrage gibt es noch immer jetzt in Bayern 14% Grünwähler. Ja, aber ich glaube, Entschuldigung. Grün-Innen heißt das, das muss man schon ordentlich reden. Ich möchte eins sagen, bitte. Sie haben bisher einen Eindruck auf mich gemacht, als wären Sie auch eine wissenschaftliche Argumentation, aber das Letzte, was Sie gesagt haben, war hier kräftige Polemik und komplett unwissenschaftlich. Ja, wir plaudern ja jetzt, oder? Nein, ich sage es Ihnen mal trotzdem. Also, die Tatsache ist, es gibt keine grüne Energie. Ist die nicht in Erkenntnis? Auch eine Windkraft hat viele Schattenseiten. Ja. Auch eine Sonnenenergie. Das wird vermietet, das wird nicht klar genug gesagt. Das ist all, die Menschen wollen es halt immer einfache Wahrheiten haben.
Also Ihnen genau das gesagt, was Sie hören wollen. Menschen wollen sich nicht intensiv damit beschäftigen. Aber natürlich, die Alternativen, Sie müssen immer in Alternativen denken. Und was sind denn die Alternativen? Machen wir weiter mit der Atomenergie. Das ist die teuerste Energie, die es jemals gab und die es immer noch gibt. Weil da kann man das Zeug, ohne dass man Endlager haben, auf ein paar Millionen Jahre verbuddeln. Ja, ja. Hier in Österreich kann man noch mit der Wasserenergie zahlen. Aber grundsätzlich... Schauen Sie mal nach Nordrhein-Westfalen als Beispiel. Da haben wir auf hunderte von Jahren Zeit der Steuerzahler die Folgekosten des Abbaus von Kohle. Das ist alles das. Wasser haben sie riesige Wasserprobleme, das ist ein Abbau, das kostet riesige Energie. Natürlich, die hat 100 Jahre einen Profit gebracht, das war das Geschäftsmodell. Jetzt versuchen sie nach anderen Geschäftsmodellen. Aber Tatsache ist doch, die einzige grüne Energie ist Energiesparen. Mhm. Ja. Und das, wenn man da nicht hinkommt, ist alles Augenwischerei. Und natürlich haben Windkraftparks, also auch da tut sich mittlerweile, die Kritik ist bekannt an Windkraftparks, für die Vögel, Fledermäuse und so weiter und so fort, auch da tut sich was in der Entwicklung, die werden besser. Und natürlich, ich komme selbst aus Pfalzau. Ich meine, wenn wir einen spinnenden Bürgermeister haben, der sich einfach seinen fünften grünen Siegel geben möchte und da oben am Kohlemannsberg noch seine Windkraftanlage hinstellen möchte. Das ist Verschwendung vom Steuergeld, ganz klar. Weil das bringt nichts, weil ich Schattenkraftwerke brauche. Das ist alles klar, das haben wir auch auf der Gegend. Aber wenn ich an der Nordsee oder Ostsee solche Parks baue, Die produzieren immer Energie. Da brauche ich kein Schattenkraftwerk. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Nein, das stimmt nicht. Ich habe übrigens ein Video dazu gemacht zum Thema Windenergie. Und zwar habe ich da analysiert die gesamte Windenergieproduktion in Deutschland im Vergleich mit der Ausbauleistung. Die Ausbauleistung ist also die Leistung, wenn ich Volllast fahre, 8000 Stunden, wo ich im ganzen Jahr Energie produzieren könnte. Und das ist ein Bruchteil von dieser gesamten Vollausbauleistung, ist ein Bruchteil, was Energie produziert wird. Ich habe mir das sogar europaweit angeschaut, weil die Idee war ja dann auch von den GrünInnen, und das ist keine Politik, ich bin nur korrekt, das ist keine Polemik, wenn ich das sage, GrünInnen, ich bin nur korrekt. Wenn in Europa Wind weht, dann weht überall in Europa Wind. Und wenn keine Wind weht, dann haben wir in ganz Europa keine Wind. Oder entsprechend weniger Wind aufkommen. Diese Gleichzeitigkeiten sind kaum da. Und ich halte wirklich Windenergie und Sonnenenergie, also speziell Deutschland, eine Industrienation wie Deutschland mit Wind und Sonne alleine zu versorgen, das ist technisch nicht machbar. Ich brauche dazu eine Speichertechnologie und ich brauche eine Übergangstechnologie. Und beide Technologien sind nicht vorhanden. Was wir brauchen für Netzstabilität einen geeigneten Mix aus meinetwegen erneuerbaren Energien, Windenergie, Wasserkraft und fossiler Energie. Absolut. Und das benötigen wir. Zur Atomenergie, ich bin da deiner Meinung oder ihrer Meinung, und wir in Österreich haben glücklicherweise ein Atomkraftsperrgesetz. In Österreich hat der Souverän beschlossen, damals, gegen den Wunsch der Politik, damals, dass in Österreich keine friedliche Nutzung der Atomenergie gemacht werden darf. Und da bin ich nach wie vor dieser Meinung, denn, du hast recht, das Endlager ist nicht gelöst. Und es ist so ähnlich wie mit den Windrädern. Wir haben hier ein Endlager, das nicht gelöst ist. Es ist eigentlich aus jetziger Sicht moralisch nicht in Ordnung, Windräder zu montieren, wenn ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich in 20 Jahren tue mit diesen Rotorblättern. Und ich möchte eine Speerspitze machen für die Atomenergie. Ich bin der Meinung, wir sollten trotzdem auf diesem Gebiet forschen. Aber wir sollten keine weiteren Atomkraftwerke in Betrieb nehmen. Wobei, eines noch, letzter Satz, dann bist du dran.
Wobei ich es für einen Wahnsinn geachtet habe, dass Deutschland die letzten drei funktionierenden Atomkraftwerke gerade jetzt in dieser Krisensituation einstellt. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, da hätte mich interessiert, wo eine Polemik da dabei gewesen wäre. Na, weil das eine ist, bisher habe ich meine, vielleicht kann man da auch einen Link auf diese Vorträge bekommen. Ja, ich will mir ein paar Dinge nochmal überprüfen, ja, weil mich beschäftigt. Ich habe überall die Links dazu mit den Quellen angegeben. Ja, aber insgesamt auf Ihrer Webseite. Ja, ich werde es irgendwo online stellen. Also, aber ich habe überall die Links mit den Quellen angegeben. Man kann sich alles anschauen und. Nein, ich meine nur, vorher hat sie immer wieder Belege gebracht, die man überprüfen kann. Der letzte Teil. Naja, das ist jetzt Diskussion. Aber wir können gerne, wenn ihr das wollt, einmal über Energiepolitik eine Diskussion, einen Vortrag machen oder Energieautarkie und Blackout-Vorsorge. Wenn wir über Energie reden, sind wir halt bei einem ganz anderen Bereich als bei Klima. Weil Sie den Blackout erwähnen, ich möchte genau da was zu dem Herrn sagen. Ich bin völlig bei Ihnen, dass es eigentlich ums Energiesparen vorrangig gehen sollte. Ich bin Stadtsalzburger. Bei uns ist in der Früh, wenn ich arbeite in der Nachtgastronomie, heimgehe, die Getreidegasse um 4 Uhr früh, jede Auslage hell erleuchtet. Da bin ich der Einzige, der unterwegs ist. Das ist sinnfrei. Wir beleuchten während der Festspielstadt die Festung Hohensalzburg mit großen Strahlern die ganze Nacht. Festspiele jetzt vorbei, da ist es vorbei. Die erwähnten Grüninnen, um das aufzugreifen, führen Krieg, weil das jetzt ihre neue Form von Umweltbespaßung ist. In der Ukraine, da ist ein CO2 und sonstiger Ausstoß, Uranmunition und sonst was, da wird wesentlich mehr Schaden an der Umwelt ausgestattet oder ausgerichtet. Und was meines Erachtens nach der Oberwahnsinn ist, wir fördern in Österreich, und das ist von politischer Seite von allen Parteien irgendwie so getragen, dass gesunde Menschen einen Hilfsmotor auf ihrem Elektrofahrrad haben. Wir haben Menschen, die zu Fuß gehen können, aber blöd auf dem Scooter stehen. Wir haben alle quasi, weil die Menschen hier heute bei uns dumm sind, Smartphones, die einen Energieverbrauch haben und einen Verbrauch für Internet, wie heißen diese Provider-Zentren? Genau, die haben einen CO2-Ausstoß, der extrem hoch ist, an Energieverbrauch, der extrem hoch ist. Warte mal kurz. Zuerst ausreden und dann. Damit die Leute lustig TikTok-Videos schauen können oder bei Instagram was machen können. Und solange der Mensch in seinem Handeln so dumm ist, kann man theoretisch echt nur auf eine künstliche Intelligenz hoffen, auch wenn ich kein Verfechter der bin. Aber Tatsache ist, solange sich der Mensch so deppert anstellt, wie der sich anstellt, ist das Energieproblem nicht zu lösen. Jetzt haben wir einen Smart Meter, flüchten uns vom Blackout, aber pulvern Energie raus, als wenn sie aus der Steckdose käme. Ja. Dankeschön. Bitte, ja, Kollege. Danke. Bei den Atomkraftwerken hätte ich eine Frage. Und zwar, es heißt ja anscheinend, die Frage ist, was ist da dran? Das ist Atomkraftwerke der vierten Generation gibt, wo die Quellenstäbe quasi rückstandsfrei fast Ich habe bei diesem Bereich genau einen sehr guten Einblick. Ich kenne nämlich einen der Geschäftsführer, das ist eine deutsche Wissenschaftlergruppe, die diesen Reaktortyp neu erfunden hat. Aber diese Reaktor der dritten und vierten Generation, eines weiß ich auch von meinen Freunden im Ausland, die Chinesen und die Russen investieren wahnsinnig viel Geld in diese Technologie. Und die werden das in 70 bis 80 Jahren auch hingebracht haben. Aber diesen Zeitraum, der ist zu sehen. Und da gibt es eben diese deutsche Forschergruppe, die an diesem Reaktor auch arbeitet, der auch Atommüll verarbeiten können soll. Doch, es gibt keine Erlaubnis in Deutschland, darüber zu forschen. Darum haben sie sich jetzt in Kanada angesiedelt. Und sie haben... Sie sind jetzt dabei, Gelder aufzustellen. Bis jetzt wurde nichts gemacht. Es gibt theoretische Überlegungen und sie fangen jetzt mit einem 10-jährigen Materialtest an. Das heißt, wir haben hier einen langfristigen, mittel- oder langfristige Zeithorizonte. Aber ich bin auch der Meinung, man muss in dem Bereich sich das anschauen, man muss forschen. Aber wir haben keine Lösung auf die Schnelle, die wir hier in irgendeiner Form sinnvoll zur Verfügung. Also die gibt es in Deutschland, die gibt es noch nicht. Es gibt einen Reaktor in China, der arbeitet. Ja?
Aber wie, aber da weiß man natürlich auch nicht, wie zuverlässig und. Es gibt einen Test. Ja, haben Sie es eh schon viel gesagt, weil Sie sind ja da wirklich an Ort und Stelle. Und jetzt hätte ich einfach gefragt, wie schaut es aus, Ihre Idee oder Ihre Vision in 10, 20 Jahren? Oder zwischen einer Energiebürgerkrieg oder wie entwickelt sich das jetzt dahin? Also, oder ja, kommt überhaupt komplett was Neues weg vom Strom, Meditation, was weiß ich, was da gibt? Also, kalte Fusion. Die kalte Fusion war, also wie ich studiert habe, war das eine große Hoffnung. Ja. Also, aber seitdem tote Hose, was die kalte Fusion betrifft. Das wäre so eine Chance gewesen. Aber nur meine Vision, was die Energie betrifft. Ja. Wir haben ja ein zentralistisches Energiesystem. Das heißt, wir haben Produzenten von Energie und Konsumenten von Energie. Das heißt, wir haben ganz hohe Abhängigkeiten auch. Wir müssen den Strom so zahlen, wie er uns geliefert wird. Und meine Vision ist sowas wie ein hybrides Energiesystem. Das heißt, teilweise zentralistisch, weil alle von uns haben einen Stromanschluss oder die meisten von uns haben einen Stromanschluss. Und natürlich werden wir das jetzt nicht wegschmeißen und die Wasserkraftwerke, die wir hier rumstehen haben, die schmeißen wir natürlich auch nicht weg. Das kann natürlich benutzt werden, aber parallel dazu sehe ich halt, dass man lokal, dezentral vor Ort bis zu einem gewissen Grad Strom auch selber bereitstellt. Strom oder auch Wärmeenergie selber bereitstellt. Das ist meine Vision. Und da gibt es zwei Ansatzpunkte. Entweder man wird selber aktiv und macht was, oder man schließt sich zusammen zu sogenannten Energiegemeinschaften. Und diese Energiegemeinschaften, die Möglichkeiten dafür, die bestehen bereits. Und es fängt jetzt so ganz vorsichtig wie kleine Pflänzchen an, so Energiegemeinschaften rauszusprießen, wo man sich auch beteiligen kann und wo man halt auch dann die Wertschöpfung der Energiegemeinschaft, die ist dann auch lokal dezentral vor Ort. Und dieses Thema des hybriden Energiesystems ist ebenfalls Bestandteil des MFG Energieparteiprogramms, weil ich habe es selbst geschrieben. So, aber wir brauchen gleich, lieber Kollege, wir brauchen einen Mix. Meines Erachtens müssen wir sagen, wir brauchen auch fossile Energien und wir haben in Österreich Schätze, die haben wir vorhanden. Und man kann die mit Methoden fördern, die keine Umweltsauerei ist. Die Montanuni Leoben hat ein Verfahren entwickelt, umweltschonend Erdgas zu fördern. Wir haben in Molln in Oberösterreich ein sehr, sehr großes Lager und wir haben auch im Weinviertel in Niederösterreich sehr, sehr große Lagerstätten. Und wem gehören die? Das gehört eigentlich uns, oder? Bei Herrn Zimmer habe ich gelesen, dass sich die Öllöcher wieder füllen nachträglich. Okay, mit dem habe ich mich nicht beschäftigt, aber du hast nur recht. Darum wurde ich auch oft kritisiert, weil ich zu den fossilen Energien fossil sage. Ich habe mich nicht beschäftigt, was da jetzt wirklich dran ist, aber ich habe das einfach jetzt so einmal stehen lassen. Es gibt ja auch die Diskussion mit Peak Oil, kennst du? Peak Oil ist also der Moment, wo die Hälfte allen förderbaren Öls gefördert worden ist und ab da sind wir dann über die Hälfte drüber. Peak Oil wurde in den 80er Jahren ausgerufen, in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, 2010 haben wir Peak Oil gehabt, 2015 haben wir Peak, also wir haben immer wieder Peak Oil. Also wir haben noch sehr viel Öl und sehr viel Gas verfügbar. Die CO2-Problematik habe ich dargestellt und ich bin der Meinung, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, fossile Energie ist preisgünstige Energie. Das muss uns bewusst sein. Außer man kauft es politisch korrekt über einen Inder vom Russen. Genau. Aber wenn wir zum Beispiel bei uns selber umweltschonend in Österreich Erdgas fördern würden, unsere eigenen Vorkommen fördern würden, dann wäre das für uns Österreicher, was sehr Positives. Und ich sehe halt die Zukunft mit einem Mix aus erneuerbaren Energien und auch einem Mix aus fossilen Energien. Und das wäre ich wäre verzweifelt, wenn es kein Lego mehr gab. Bitte? Wenn es kein Lego mehr gab, da wäre ich verzweifelt. Wenn es kein? Lego. Lego. Ja, wird aus Plastik hergestellt. Ach so, okay. Genau. Passt. So, lieber Kollege. Elektrotechniker, oder? Ja. Bist du? Ganz kurz deine Meinung über den Smart Meter? Ja, das ist ein sehr langes Thema, es wäre ein langer Vortrag. Der Smart Meter hat vor, es gibt Menschen, die sind begeistert.
Gehen wir mal zurück. Die holen sich jetzt die fünfte Impfung. Das stimmt, ja. Das ist ein sehr cooles Argument. Um nochmal zurückzukehren zum Ferraris-Zähler. Ja. Der Ferraris-Zähler, mit dem Ferraris-Zähler kann man dich nicht ausschalten. Man kann mit dem Ferraris-Zähler nicht überprüfen, was du tust, mit wem du es tust, wie oft du es tust und wie du es tust. Mit dem Smart Meter kann man das alles machen. Und man kann dich auch abschalten und wieder einschalten. Weil du, glaube ich, du bist der Schurter. Das bin ich polemisch, das heißt polemisch. Ja. Der Kollege ist ganz lieb und brav und so weiter. Ich habe nur von mir selber geredet. Das Problem ist darüber hinaus, dass der Smart Meter auf der Grundwelle ein Signal aufmoduliert. Und es gibt Menschen, die sind da sehr elektrosensitiv. Das muss man akzeptieren und auch zur Kenntnis nehmen. Man darf da jetzt nicht über den Kamm scheren. Es gibt Menschen, die spüren nichts. Aber es gibt Menschen, die sehr sensitiv sind und Schlafstörungen bekommen, andere gesundheitliche Störungen, Bluthochdruck, Indifferenzen und so weiter. Gesund ist nicht. Das ist meine Aussage. Aber was viel gravierender ist, und das ist eingetaktet, Tarif 2.0, das wird auf uns alle zukommen, wird sein, der Strom wird in Zukunft zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich viel kosten. Und das kann man mit dem Ferraris-Zähler natürlich nicht machen. Aber mit einem Smart Meter kann man das problemlos gestalten. Das ist ein gutes Argument von denen gewesen. Ich habe nämlich abgelehnt den Smart Meter. Ja. Ich habe dann gesagt, naja, wenn der Strom aber billiger wird, dann haben sie ja Pech gehabt, wenn ja. Sie das machen. Stimmt, das ist ja so viel billiger geworden in letzter Zeit. Ich habe abgelehnt, ich habe das alles korrekt gemacht, ich habe das schriftlich eingereicht und alles, aber die haben mir trotzdem eingebaut. Weil ich war nicht daheim und nicht reinlassen, die Leute. Aber meine Empfehlung, meine Erkenntnis zum Thema Smart Meter ist schlussendlich, du wirst es nicht schaffen, ihn ganz abzulehnen. Das glaube ich ja. Man kann Maßnahmen ergreifen, es hinauszuzögern. Und das empfehle ich halt. Also, wenn es meine Meinung haben müsste, ich bin jetzt auch im Dezember wieder bei mir als iPod. Aber ich ergreife dann andere Maßnahmen, damit ich maskiere, aber das ist eine andere Geschichte. Das könnte man reden vielleicht. Ja. Was? Jetzt haben Sie mir den Smart Meter reingeschoben. Was tue ich jetzt? Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, eine Maske zu bauen. Aber völlig egal, völlig alles, nichts Böses. Aber man kann es ganz schwer abschirmen nicht, aber ich sage es gleich, ich kann nach dem Smart Meter eine galvanische Trennung machen für die Elektrotechniker und dann sieht das Smart Meter nicht mehr, was ich tue dahinter. Jetzt kommt wieder Polemik, denn was werden die machen mit deinen Daten? Die können ganz genau auslesen, was du tust, so wie ich den Kollegen gerade zitiert habe, was du tust, mit wem du es tust, wie oft du es tust und wie du es tust. Dazu habe ich und was gleich. Und was machen die dann mit deinen Daten? Die gehen es gibt ja Datenschutz, die Daten den sicherlich nicht verkaufen, deine Daten. Jedenfalls, ich will das jedenfalls nicht, dass man sieht, was ich tue. Und daher kann man sich technisch wehren. Allerdings wird man sich unterm Strich nicht gegen einen Smart Meter allalong wehren können, denn es ist eingebaut. Also ich habe das, wie vorhin schon erwähnt, große Glück, Stadtsalzburger zu sein. Also ich scheiß Mozartkugeln, habe eine Teuerungsrate, die fast nicht relevant ist im Vergleich zum restlichen Österreich. Und ich lebe zur Miete, weil Eigentum ist ja eh was für Überkandidelte und so. Das überlasse ich an Billy Gates. Das heißt, ich habe einen Sicherungskasten, der nicht in meiner Wohnung ist. Auch mein Stromzähler ist nicht dort, sondern der ist am Gang. Mein Hausbesitzer hat beschlossen, Smart Meter ist toll, deswegen haben wir den jetzt da. Ich vermute mal, in so einer Anlage ist irgendetwas dahinter, davor oder drüber zu schalten. Man kann, ich sag's, wenn man das will, kann man eine galvanische Trennung machen zwischen der Stromzuleitung, aber das würde ich nur machen aus Preisgründen, weil das,
Das darf ja auch nicht unendlich kosten. Naja, und vor allem gesagt, bei mir ist das Ding verplompt. Also, Nein, aber du hast eine Stromzuleitung und dann kannst du danach eine galvanische Trennung setzen. Das müsste ich jetzt ein bisschen erklären und ein bisschen ausführen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dafür fehlt mir das technische Wissen. Ja, aber es ist nichts, es ist keine Raketenwissenschaft. Nein, aber es fällt ja trotzdem auf, weil wenn ich... Es gibt kaum einen Markt, aber man könnte das machen. Und es gibt Menschen, die wirklich elektrosensitiv sind. Ja, das bin ich nicht. Ja. Ich habe Nehammer als Kanzler, ich bin nicht mehr uns Mann. Sehr stark gesagt. 10 zum Beißen wird schon gehen. Die also. Galvanische Trennung ist auch modulieren. So hilft diese galvanische Trennung gegen das auch modulieren des Netzes. Du machst eine galvanische Trennung. Ja. Und das heißt, du gehst von deinem Wechselstrom auf einen Gleichstrom, auf eine zum Beispiel Powerstation-Lösung im einfachsten Fall oder auf einen elektrochemischen Speicher und da hast du Gleichstrom und dann setzt du einen Inverter wieder. Das heißt, du hast wirklich keine Signale mehr und auch der Smart Meter sieht dich nicht mehr. Du hast nicht mehr so viel. Ist nicht so, dass ich da... Entschuldigung, lass mich einen Satz noch sagen. Sehr sinnvoll wäre es natürlich in Verbindung mit einem, wenn du eine Wohnung hast, dann kleines Balkonkraftwerk, wenn du das südliche, wenn du südlich ausgerichtet bist, oder mit einer kleinen Photovoltaikanlage, dann wäre das natürlich was sehr, sehr Sinnvolles, weil dann hast du sowieso eine galvanische Trennung. Das kann man eben so konzipieren, dass man den Smart Meter sozusagen nach hinten schiebt und ich habe dann diese Spitzen, diese Peaks nicht in meinem Netz. Okay. Aber diese, selbst wenn ich jetzt keinen Smart Meter im Haus habe, dann werden auch diese Spitzen von den umliegenden Häusern auch über mein Netz geleitet und das dient ja auch als Weiterleitung für die anderen. Ja. Wenn ich das jetzt unterbreche, merken die das nicht. Du hast hier deine Smart Meter. Ja? Da hast du dein Hausnetz, dein Smart Meter und hier ist dein Hausnetz. Ja? Und hier dazwischen musst du, oder zumindest für die Stromkreise, die für die wichtig sind, das war also überhaupt das Gescheiteste. Fürs Wohnzimmer, fürs Schlafzimmer, für die Bereiche, wo eben die Elektrosensitivität hat, wo elektrosensitive Personen eine Ruhe haben sollen von diesen Stromkreisen. In diesem Bereich, diese Stromkreise, die versorge ich über die galvanische Trennung und andere Stromkreise, wie zum Beispiel den Kraftstromanschluss, nicht. Mhm. Okay. Für Stichwort Photovoltaik. Ich habe jetzt mal ein Bericht gesehen, da, das sah aus wie eine Straßenlaterne, eine Kugel. Ja. Damit hat man das Mondlicht aufgefangen. Ja. Wie teuer und wie effektiv oder wie weit ist das ausbereitet? Das hat mein Sohn einmal gesagt zu mir, wie er 10 Jahre alt war. So, du Papa, ich habe eine Idee, eine Erfindung. Sag ich, ja, Felix, was denn? Na, weißt du was, wir machen sowas wie Photovoltaik, aber mit Mondlicht. Da können wir in der Nacht dann auch Strom produzieren. Und das funktioniert leider nicht. Das ist eine Zeitungsente. Das Mondlicht ist ja nur das reflektierte Sonnenlicht und das in einem sehr, sehr geringen, minimalen Ausmaß. Traue Peter Punkt muss eins, ja nicht immer sozusagen. Leider funktioniert nicht. Das zweite, was groß momentan geistert, ist die Neutrino-Voltaik. Habt ihr schon mal gehört? Ja. Also es gibt diese kleinsten Teilchen, die Neutrinos, die gibt es wirklich und die sausen tatsächlich überall durch. Und hier gibt es... Gebt es einmal rein in Google Neutrino-Voltaik, da meldet sich da tatsächlich ein niederösterreichisches Unternehmen. Die haben ein ganz ein tolles Gerät, das kommt demnächst raus. Seit 3 Jahren oder 30 Jahren, keine Ahnung, kommt es demnächst raus, wo Neutrino-Voltaik eingebaut ist und wo du halt dann dein Haus in Biozahl betreiben kannst. Also mein Wissensstand zu Neutrino-Voltaik ist, es ist im experimentellen Stadium an manchen Universitäten. Es gibt einen minimalen Effekt, aber es gibt keine großtechnische Umsetzung davon. Und schon gar keine Umsetzung, wo du Strom ernten könntest. Die Dynamik, Energie aus Wellenenergie? Na, Wellenenergie ist am Meer. Ja, es gibt ja die Wellenenergie, da hat man sich Matten ausgelegt, die mit der Wellenenergie, die aus Dynamo-Energie die Strom gewinnen. Gibt es ja auch schon. Das gibt es, also die sogenannten Wellenkraftwerke. Ja. Da gibt es verschiedene Techniken, diese Wellenkraftwerke umzusetzen.
Das kann man machen. Wir haben halt in Österreich keine mehr. Aber sonst. Wir haben die Wasserkraft. Wir haben die Wasserkraft. Es ist auch sehr gut, dass wir die Wasserkraft haben. Aber wir haben ganz viel auf die Autobahnen entlang diese Schallschutzmauern. Kann man da nicht einfach. Ja, man könnte auf diesen Schallschutzwänden könnte man Photovoltaik montieren. Ich war heuer im Sommer mal Richtung München unterwegs. Die machen das teilweise neben die Autobahnen, die halt gut ausgerichtet sind nach Süden, dass sie tatsächlich diesen Wall mit Photovoltaik belegen oder auch diesen Schallschutz machen. Ja, könnte man machen. Ja. Ja, aber wir sind ja als Österreicher privilegiert. Bei uns ist ja der Missbrauch von Kindern straffrei. Wir haben alle einen Fritzelkeller, ihr gesagt, so ein Hamsterradl, ein paar Kinder und das Problem ist gelöst. Versteht ihr die Aufregung nicht? Okay, bitte. Als technischer Legastheniker ist für mich parteikinesisch, galvanische Trennung ja. Und das alles. Hey, ja. Gibt es im nächsten Vortrag im Haus? Darf ich dir vorstellen, wenn du Manager bin? Marketing-Expert. Experte. Also was ich gestern gesagt habe, das ist, ich habe das selber noch nicht gemacht, aber ich habe so eine Idee. Ich komme im Dezember meine Smart Meter und bis dorthin werde ich mir was einfallen lassen. Und ich denke so in diese Richtung. Ja. In Kombination mit einer Photovoltaik kann man sich hier so eine galvanische, kann ich mir sehr gut vorstellen und ich werde das machen, weil ich will nicht, dass speziell im Hauptwohnbereich, meine Freundin hat unten das Modegeschäft und aber im Privatbereich möchte ich das nicht haben, dass ich da E-Smog, dass da eine E-Smog-Bombe habe. Ich mag die Überwachung nicht, aber gibt es da noch mal einen Vortrag? Weiß ich nicht, gibt es da mal einen Vortrag? Smart Meter haben wir schon mal gemacht, wir können aber gerne wieder mal. Es geht ja nicht um einen Smart Meter, sondern wie man so Smart Meter Maske. Hey, meine Schöne ist bei Kneipp mit diesem Tier. Die Smart Meter Maske. Auf jeden Fall. Ja. Okay, meine Lieben, ich bin noch da. Dann mal dann vielleicht unter vier Augen oder sechs oder acht Flaschen. Lieber Patrick. Dankeschön, Martin, fürs Dasein. Der Martin ist ja nicht nur der einzige Niederösterreicher. Helmut, danke fürs Kommen. Kollege. Ich war halt richtig fasziniert, dass MFG Niederösterreich auch anwesend ist. Danke. Es ist wunderbar, weil wenn ich da in die Runde schaue, komme ich mir vor, das ist Österreich, ja, weil in Wien und Niederösterreich hat man nicht so viele Leute, die anwesend sind, wenn es einen Vortrag gibt, egal von wem. Ich finde das wunderbar, das wollte ich sagen. Danke für das Kommen. Danke Martin für die Zeit. In nächster Zeit haben wir vor, dass wir mehr so Fachvorträge machen. Wie schon gesagt, die WAU wird das nächste große Thema für uns werden. Da werden wir uns ganz stark drauf stürzen. Einerseits, dass wir nach Wien fahren, andererseits, dass wir einen Vortrag mit Michael und mit Andreas Sönnigsen da haben. Und ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Kommt gut nach Hause. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin ein bisschen da, wenn wir noch was plauschen wollen, können wir gerne noch was plauschen. Da braucht nur jetzt eine Flüssigkeit, weil allen Sehern von CryptoTV hiermit herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können aus dem Vortrag. Ich glaube, das Relevanteste ist, dass wir zum einen wieder dem alten Kalauer, den ich immer bringe, doch nicht alle am Klima sterben, verbrennen und sonst was werden. Das Zweite, was wichtig ist, was im Vortrag kurz erwähnt ist, was von großer Bedeutung ist, sind wirklich unabhängige, schrägstrich freie, schrägstrich wirklich journalistisch arbeitende Medien.
Ja, an dieser Stelle erinnere ich nochmal daran, dass der Roman, der mein Geschwafel hier lang selbstverliebt und breit mal wieder festhält, ein solches Medium mitunter betreibt und dass es vielleicht angebracht wäre, ihn und alle anderen freien Medienkanalbetreiber, den Thomas Breit, den Gerwin Lawrecki, Report 24, auf 1TV, RTV Privatfernsehen und so weiter, zu unterstützen, eventuell nicht nur indem man schaut, vielleicht auch mal eine finanzielle Zuwendung macht. Wie gesagt, während der ORF mit Zwangspropagandagebühr, sprich Haushaltsabgabe finanziert wird, egal ob man ihn schaut oder nicht, egal ob man überhaupt das technische Gerät dafür hat oder nicht, tun sich die freien Unabhängigen da wesentlich schwerer. Abschließen möchte ich mit einem, der Roman wird es aus der Nähe abfilmen, kleinen Vorgeschmack dessen, was als nächstes kommt. Also die MFG bleibt weiterhin aktiv mit Veranstaltungen und der Roman und ich werden da natürlich ein bisschen dranbleiben. Also quasi aktiv ein bisschen berichten, was sich in und um Salzburg so tut, wenn wir denn nicht gerade alle verglühen, abseits vom Fähnchen tragen. Ich glaube, damit habe ich jetzt lang und breit genug geschwafelt. Die gelbe Sau ist untergegangen. Ich kann mich jetzt das Nachtschattengewächs ohne Lichtschutzfaktor 272 Trillionen und dem Roman mit dem schattenspendenden Hut, den er heben wird, um gehabt euch wohl zu sagen, verabschieden. Wir werden jetzt nicht mehr verbrennen und ja, von uns gibt's dann wieder was auf Krypto.tv, was ihr dann kommentieren könnt oder auch nicht, teilen könnt oder auch nicht, verbreiten könnt und ja, oder auch nicht. Wie gesagt, ein Land ist immer nur so gut wie seine Bevölkerung und damit verabschiede ich mich vom armseligen Österreich. Verzeiht mir, ich hab die Hände heute voll, drum bleibt bei nur einen gehabt euch wohl. Sechs ist es mein Kompagnon.